Moinsen und herzlich willkommen zum dritten und abschließenden Video vom Hardware Freedom Day im April 2016 aus Kiel. Dieses Video erreicht euch auch mit ein bisschen Verspätung, wie die anderen beiden vorausgegangenen Videos der ersten beiden Vorträge. Und das dritte Video ist auch kein richtiger Vortrag, denn es war so eine Art, ja, ich will nicht sagen Lückenfüller, aber wir hatten eigentlich einen anderen Vortrag geplant, der fiel irgendwie aus. Und dann haben wir kurzfristig überlegt, wie wir das sinnvoll füllen können. Und weil ich ohnehin mich in der Woche so ein bisschen mit Murks beschäftigt habe, im Sinne von Hardware-Murks, haben wir dann gesagt, machen wir schnell so eine Art offene Diskussion daraus, so ein bisschen Barcamp-Vortrag ähnlich. Was denn dazu führte, dass wir den Titel gewählt haben, Murks in der Hand statt Freude am Gerät. Und es soll in diesem Vortrag darum gehen, warum man manchmal vermurkste Hardware bekommt. Und das insbesondere bei teurer Hardware. Es gab dann noch einen wunderbaren Untertitel für den Vortrag. Das ist ein typischer Satz von mir. Offene Diskussion über den Qualitätsverfall teurer, leider nur vermeintlich hochwertiger, Oberklasse-Hardware. Im Spiegelbild zunehmender Funktionsreduzierung von günstiger, aber solider Hardware mittels geschützter Closed-Source-Crippleware seitens der Hersteller. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich in der Vorbereitung zu diesem Vortrag, also beim Frühstück am Samstagmorgen dann, Gedanken gemacht, wie kommt es eigentlich zu Murks? Und ich bin auf drei verschiedene Arten von Murks gekommen. Also gewollten Murks, ungewollten Murks und noch eine dritte Variante. Aber das würdet ihr nachher in dem Vortrag dann auch gleich sehen können. Ich muss mich vorab nochmal entschuldigen, die Videoqualität ist nicht sehr überragend. Das liegt einfach daran, dass der normale Kameramann leider vorne stand und dann die Sonne rumkam und das Bild dadurch völlig überbelichtet wurde. Deshalb ist die Videoqualität nicht allzu hoch. Und wir hatten auch nur eine Kamera da. Das heißt, obwohl es eine offene Diskussion ist, haben wir leider kein Bild vom Publikum. Wir hätten sonst auch erst noch das Einverständnis von den Leuten, die da sind, einholen müssen. Und das ist alles so ein bisschen rechtlich komisch. Wir haben uns daher darauf beschränkt, mit dem Richtmikro den Ton vom Publikum abzunehmen, sodass wir zwar die Diskussionsbeiträge gut hören werden können, aber ihr denn leider nur mich seht, während das Publikum diskutiert unter Umständen. Das ist dann, ja, bisschen schade, aber ihr könnt dieses Video ja einfach in den Hintergrund packen und guckt euch irgendwas anderes an, dann müsst ihr nicht immer diese Visage ertragen, während da irgendwelche sinnvollen Redebeiträge aus dem Publikum kommen. Womit werde ich mich befassen? Also einmal mit der Frage, wie kommt es zu Murks? Also die drei Arten von Murks, die ich mir morgens überlegt habe. Und dann hatte ich mir noch rausgesucht verschiedene Geräte, anhand derer ich das Ganze beschreiben möchte. Das heißt, ihr werdet im Folgenden sehen können, einmal ThinkPad T440p, das ist ein Laptop, FLIR E4, das ist eine Wärmebildkamera, Canon, eigentlich Spielreflexkameras, aber da eher auf die Videofunktion bezogen. Die Sony FDR AX100E, meine bisherige 4K-Hauptkamera, wurde jetzt ja abgelöst durch die Alpha 6300. Dann P50-Laptops von Lenovo, sind auch ThinkPads der aktuellen Workstation-Generation. Dann wird es gehen um eine hochwertige Zahnbürste und warum die eigentlich relativ minderwertig ist. Und das ist, glaube ich, vom Hersteller Oral-B habe ich dann als Beispiel gewählt. Und es wird um die Decktelefonie, also Schnurlostelefonie von AVM gehen. Das nur vorab mal so als Anteaser. Ich werde euch den Zeitindex hier im Video irgendwo einblenden. Ich weiß noch nicht ganz genau wo. Aber ihr könnt den auch vorspulen, falls ihr euch nur für eins der Produkte interessiert. Und ich werde den Zeitindex wahrscheinlich auch klickbar irgendwie unten in die Videobeschreibung reinpacken. Das heißt, ihr seid dann nicht gezwungen, halt alles anzuschauen, wenn ihr euch jetzt nur für ein Produkt interessiert, weil ihr es über die Suchfunktion oder so jetzt gefunden habt hier mit diesem Video. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Nochmal sorry, dass die Qualität jetzt nicht so grandios sein wird, wie ich das sonst immer als Anspruch irgendwie an mich selbst habe, wenn es darum geht, Vorträge aufzuzeichnen. Aber es ist nun mal einfach so. Wenn ihr selber Ideen habt für den nächsten Hardware Freedom Day, reicht eure Vorträge ein. Die Kieler Linux-Tage freuen sich da immer, aber auch eure lokalen Gruppen, wenn ihr irgendwo anders in Deutschland beheimatet seid. Der Hardware Freedom Day findet sogar weltweit, meine ich, statt. Das heißt, egal wo ihr seid, ihr könnt euch da irgendwo mit eigenen Ideen beteiligen und euch einbringen. Und das wäre eine ganz schöne Sache, weil der Hardware Freedom Day lebt davon, dass alle Leute mal so ein bisschen was zurückgeben und von ihren Erfahrungen mit Hardware berichten. In diesem Sinne, viel Spaß mit der offenen Diskussion. Dann darf ich anfangen mit meinem Vortrag zu, was habe ich geschrieben? Murks in der Hand statt Freude am Gerät, oder? Der Hintergrund ist, Hauke und ich hatten telefoniert und so ein bisschen die Planung gemacht, so was wir hier heute an diesem Tag veranstalten wollen. Und das Gespräch endete darin, dass ich Hauke eine Stunde lang von meinen Sorgen mit Hardware berichtet habe. Also nicht, damit er sie behebt, einfach nur so, um so ein bisschen zu wenden. Und dann meinte Hauke, warum machst du daraus nicht einen Vortrag? Und dann meinte ich so, ich habe die Woche gar keine Zeit, aber wir können ja sonst eine offene Diskussion machen, weil dann bin ich nicht in der Notwendigkeit, einen Vortrag erstellen zu müssen. Und genauso machen wir das jetzt auch. Das heißt, wenn ihr irgendwie zu den Produkten, die ich jetzt hier irgendwie so ein bisschen bemeckere, auch Erfahrung habt, bringt euch gerne ein. Wir haben euch natürlich nicht auf dem Kamerabild drauf, aber das Mikrofon nimmt euch dann genauso gut auf wie mich.
Und ansonsten können wir auch am Ende nochmal über eure Erfahrungen, wenn ihr noch Produkte habt, wo ihr auch so eine Erfahrung gemacht habt, was zu beisteuern wollt, können wir es auch noch machen. Also ich habe über den Satz länger nachgedacht, den du da geschrieben hast. Ich habe dessen Sinn nicht verstanden. Vielleicht magst du ja nochmal erzählen, worum es jetzt hier überhaupt geht. Ich habe den Satz Hauke so diktiert. Könntest du mir nochmal sagen, was ich da gesagt habe? Nein, geschrieben. Ja, also Hauke hat es mir auf die Webseite geschrieben. Hat Hauke das geschrieben? Ich habe es bloß eingefügt. Okay, also da steht, offene Diskussion über den Qualitätsverfall teurer, leider nur vermeintlich hochwertiger Oberklasse-Hardware im Spiegelbild zunehmender Funktionsreduzierung von günstiger, aber solider Hardware mittels geschützter Closed-Source-Crippleware seitens der Hersteller. Es tut mir leid, ich habe es nicht verstanden. Das war sozusagen die Stunde, die ich Hauke bespaßt habe, in einem Satz zusammengefasst. Deswegen machen wir jetzt auch fast eine Stunde hier schöne Diskussionsrunde. Aber der Hintergedanke ist einfach, du kannst teure Hardware kaufen und die ist so verbuggt und so schlecht, einfach weil die Stückzahlen gering sind und die Hersteller das nicht genug testen. Und du kannst billige Hardware kaufen, die ist grundsolide, weil die das millionenfach verkaufen. Aber da machen sie Funktionsreduzierungen bewusst rein in diese Hardware, damit du die Oberklasse-Hardware kaufen musst. Das heißt, die versuchen einfach mit der gleichen Hardware, da werde ich auch ein schönes Beispiel haben, nämlich dieses Gerät hier, es wird dir die gleiche Hardware teilweise verkauft, aber funktionsreduziert. Und genauso gibt es aber auch Hardware, die ist halt teuer und die ist für Profis gedacht und da zahlst du richtig, richtig Schotter. Und sie funktioniert nicht ordentlich, weil keiner vorher das Ding mal debuggt oder mal versucht, die Bugs zu finden. Und die Bugs reifen dann beim Kunden. Und da hatte ich ein paar Produkte, wo genau das so war. Und da können wir uns dann nachher mal über 5.000 € Laptops unterhalten, die kaputt gehen, wenn du Linux installierst, weil niemand mal getestet hat, was mit diesem UEFI passiert, wenn du mal da Linux drauf installierst. Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Aber da kommen wir drauf. Wollen wir starten? Dann fangen wir mal mit dem ersten Produkt an. Das steht nämlich schon hier vor uns. Das ist dieses schöne Laptop hier. Es handelt sich bei diesem Laptop um ein T440p von Lenovo, ehemals IBM. Die T-Serie ist so deren Business-Serie. Die haben noch eine hochwertigere Serie, das ist die W-Serie, Workstation. Aber die T-Serie ist so früher von IBM das Brot- und Butter-Laptop gewesen, was man so Außendienstmitarbeitern und so mitgegeben hat. Ihr kennt die sicher auch, weil die sind sehr beliebt in der Linux-Szene. Einfach, weil die Teile robust sind, ewig halten, man da reparieren kann, Spare-Parts bekommt, alles, was dazugehört. Was war jetzt das Problem mit diesem Gerät? Man muss dazu sagen, ich habe davon ein paar bekommen, um die zu testen, weil ein Kunde mehrere dieser Geräte kaufen wollte. Also es ging halt um eine größere Charge und da sollte erstmal geguckt werden, funktioniert unser System da drauf, was fällt da so auf? Es war relativ witzig, weil wir haben die Teile ausgepackt, Netzteil angeschlossen, das vorinstallierte Windows gestartet und hin und wieder flackerte der Bildschirm. Und wenn man die Geräte länger betrieb, kam irgendwann so, das Gerät befindet sich im Flugzeugmodus, weil die Stromversorgung nicht zuverlässig ist. Und dieser Flugzeugmodus ist halt für reduzierte Leistungsaufnahme. Also nicht Flugzeugmodus, wie man es vom Handy kennt, wo man natürlich nicht mehr funkt, sondern es ist halt einfach so reduzierte Leistungsaufnahme. Und da haben wir dann mal rumprobiert, woran kann das liegen. Und zu der Zeit war es so, dass die Haswell-Architektur von Intel, also die vierte Core-i-Prozessor-Generation, gerade rausgekommen war. Und die hat eine erweiterte Stromsparfunktion bekommen, und zwar den, ich meine, C6 und C7-State. Und dieser State kann sehr schnell aktiviert werden, das heißt, der Prozessor kann von voller Leistungsaufnahme auf fast keine Leistungsaufnahme mehr oder weniger instantan runterschalten. Und damit kommen die Netzteile nicht klar und schalten sich dann ab. Das war bei Desktop-PCs ganz bekannt und Lenovo hatte das dann auch bei den Desktop-PCs gelöst. Und dann kamen halt die neuen Laptops raus, du packst die Dinger aus, die Netzteile sind nicht zu benutzen. Da haben wir dann irgendwie ein paar Wochen rumprobiert und dann kam auch raus, dass Lenovo halt das als Fehler akzeptiert. Komischerweise gingen die 90-Watt Netzteile, die waren nämlich schon umgestellt. Und dann wurden nachträglich die ganzen 135-Watt Netzteile ausgetauscht. Ich weiß nicht, also ich meine, die müssen doch diese Geräte mal zumindest bei sich in der Produktion mal aufklappen und mal das vorinstallierte Windows booten oder schieben die dann nur ein Image drauf und testen das gar nicht. Also das ist meiner Meinung nach Murks. Und da ist die Frage, wie unterscheidet man jetzt eigentlich Murks? Also was ist Murks? Und ich habe mir heute Morgen beim Frühstück jetzt mal so ein paar Punkte aufgeschrieben, die wir hier mal ansprechen können. Also geplante Obsoleszenz ist zum Beispiel das, was man sich direkt unter Murks vorstellt. Also geplante Obsoleszenz ist, wenn Geräte nach einer vorher ausgedachten Zeit irgendwann nicht mehr funktionieren und man dann neue kaufen muss zwangsläufig. Dann gibt es die bewusste Produktverschlechterung. Das hatten wir eben bei den günstigen Produkten, die dann halt künstlich schlechter gemacht werden, damit du dann halt die besseren Produkte, vermeintlich besseren Produkte kaufen musst.
Und dann gibt es noch ungewollte Produktmängel. Und das ist dann der sogenannte Bug. Und das ist halt so ein typischer Bug. Ne? Da hat man Netzteile mit den Geräten ausgeliefert, die zu den Geräten gar nicht gepasst haben. Die Tester haben vielleicht andere Netzteile gehabt. Und es ist niemandem aufgefallen, dass man da, weiß ich nicht, zehntausende Geräte weltweit shippt und die Netzteile nicht zu den Geräten passen. Dann funktionierten die Netzteile. Alles war schön, Test sollte weitergehen. Dann haben wir Dockingstationen für diese Geräte, also Dockingstationen, für die, die das nicht kennen. Man dockt, also man hat so eine Platte, da kann man das Gerät drauflegen. Da sind hinten alle Anschlüsse, die man am Gerät hat, plus noch viele weitere Anschlüsse halt in diesem Dock. Das hat einfach den Vorteil, dass wenn Außendienstmitarbeiter in die Zentrale kommen oder an ihren Schreibtisch das Gerät andocken und dann direkt an einem vollwertigen Arbeitsplatz arbeiten können. Und auch da haben immer wieder die Monitore geflackert. Jetzt dachten wir, nein, hat jetzt das Netzteil ein Problem, wenn es am Dock betrieben wird mit dem Laptop? Kann doch wohl nicht sein. Lange gesucht und herausgekommen ist denn, da haben dann Leute im Forum rausgefunden, es gibt so ein ThinkPad-Forum, dass der VM2322 Video-Hub-Chip nicht ordentlich funktioniert. Und da wurde dann seitens Lenovo nach weiteren Wochen dann ein Firmware-Update geschippt, was du nur unter Windows installieren konntest. Das heißt, du musstest dann erstmal mit so einer kleinen SSD rumlaufen, überall in Windows auf den Linux-Rechnern dann starten zu können. Und damit kommen wir dann auch schon zur nächsten Sache, Linux. Linux ließ sich erstmal installieren, lief super. Ne? Alle waren total happy und die Testgeräte, die dann da rumgerollt sind, haben funktioniert. Aber irgendwann ging die nicht mehr an. Und rausgekommen ist dann, dass dieses UEFI-BIOS Variablen speichern kann. Und ich glaube, NVRAM heißt das. Und wenn dieser Speicher voll ist, dann muss das Gerät normalerweise von sich aus die alten Sachen löschen und dann die neuen Variablen annehmen. Und das ist da nicht passiert. Der Speicher ist vollgelaufen, die Geräte sind nicht mehr angegangen. Die Lösung war denn, dass der Vor-Ort-Service von Lenovo kam und bei allen Geräten die Systemboards getauscht hat, weil man das nicht per Update oder so dann beheben konnte, weil die haben sich dann wirklich komplett gebrickt. Und das ist auch so eine Sache. Also ich meine, das muss man nochmal testen. Man kann nicht einfach Geräte shippen, die sich bei Linux dann zerlegen. Doch, kann man. Kann man. Haben wir jetzt gesehen, ne? Aber da würde ja kein also das ist für mich nicht nachvollziehbar. Ich finde da einfach keine logische Erklärung für. Ich meine, muss man nochmal testen. Die Geräte laufen doch, also die werden auf Messen gezeigt als Prototypen ein Dreivierteljahr bis ein Jahr, bevor die Geräte wirklich auf den Markt kommen. Die müssen doch da irgendwas mit den Geräten machen. Also außer die ausgeschaltet auf Messen zu stellen. Also es ist, okay, wir wollen weiterkommen. Nächstes Problem war denn, dass ungefähr 50% der ausgelieferten Geräte, die bei uns angekommen sind, ratternde Lüfter hatten. Da kam dann auch wieder das Lenovo Vor-Ort-Service-Auto und dann wurden die Lüfter ausgetauscht. Und das Tolle bei diesem Gerät ist, man löst hier hinten zwei Schrauben, kann diese Backplate abnehmen und kann den Lüfter tauschen. Der ist sofort zugänglich. Wir werden später noch sehen, dass andere Geräte geplante Obsoleszenz in dem Sinne haben, dass halt die Lüfter verdrecken und du die Geräte fast nicht auseinanderbauen kannst. Aber das ist dann das nächste Thema. Dann noch eine witzige Geschichte, das Kühlsystem, habe ich jetzt ja gerade eben gelobt, ne? Lässt sich wunderbar warten, ist aber leider ein bisschen klein, weil es wurden auch Geräte beschafft mit dem i7-4800 und i7-4900, das sind Quad-Core-Prozessoren, die haben ordentlich Leistung. Ist natürlich für die, die Videoschnitt machen und so, eine wunderbare Geschichte oder irgendwas berechnen wollen wissenschaftlich, aber leider war das Kühlsystem nicht stark genug, um diese Prozessoren zu kühlen, weshalb die sich dann runtergetaktet haben und man dann nachher dazu überging, einfach die Leistung der Geräte auf 80% zu begrenzen über die Systemeinstellung, dass er halt nicht mehr in den Turbo-Boost-Modus reingeht, weil wenn er erstmal da reingetaktet, er noch weiter runter und dann wird das Gerät immer langsamer. Dann ist noch aufgefallen, dieses Gerät hat wunderbare Lüfterlöcher hier und dieses Dock, was ich eben schon so gelobt habe mit seinem Video-Hub-Chip, dieses Dock hat eine Führungsecke, damit man das Gerät auch sicher darauf andocken kann. Jetzt dürft ihr mal überlegen, wo wird die Führungsecke sein? Ja klar, natürlich, wo denn sonst? Würde doch gar keinen Sinn ergeben, wenn man das auf die andere Ecke machen würde. Weil den Netzwerkanschluss, den musst du ja weiter zugänglich haben. Der ist ja nicht hinten am Dock dran und der ist dann sowieso außer Betrieb. Also der ist ja noch voll wichtig dann. Also klar, du hast recht, man macht das auf die Lüfterlöcher und die Lüfterlöcher sind dann zu ungefähr einem Drittel bis der Hälfte verdeckt, was dann dazu führt, dass die Geräte halt gar nicht mehr ordentlich leistungsfähig sind. Und die Lüfter, diese Ecke hat natürlich auch noch Lüftungslöcher bekommen. Diese Lüftungslöcher sind aber genau versetzt zu den Führungsstiegen hier, sodass da gar keine Luft durchkommt. Ich habe es dann mit der Wärmebildkamera, auf die ich später noch zu sprechen komme, mal analysiert und festgestellt, dass sich halt die ganze Luft da staut und die Geräte halt so richtig schön heiß werden in dem Bereich. Und jetzt, was kostet denn so ein Gerät? Also ich meine, das ist doch bestimmt so eine Mediamarkt, Billigware, so hat doch bestimmt nichts gekostet, ne? Das kostet an die 1.000 Euro ran. Ein Stückpreis ungefähr 2.500 Euro. Weil das ist ja mit i7 und Quad-Core und allem drum und dran. Ne? Ja, und das ist halt dann die vermeintlich hochwertige Oberklasse-Hardware, die man sich kauft, weil man denkt, wenn man sich so einen Plastik-Laptop kauft, das wird doch überhitzen, da wird doch vielleicht das Netzteil irgendwann kaputt gehen oder sonst irgendwas. Ne? Das kriegst du hier alles ab, ja.
Also das ist nicht nachvollziehbar. Aber wir wollen ja, wenn wir so einen Schreibtisch haben, an dem wir arbeiten, nicht nur einen Rechner haben, der nicht funktioniert, wir wollen ja auch nicht telefonieren können. Und dazu hat sich AVM die Fritz-Phones überlegt. Das sind so Telefone, die kann man an die Fritzbox anmelden. Überläuft über DECT und ist im Prinzip eine ganz klasse Sache, weil die Fritzboxen haben ja so eine eingebaute Telefonanlage, da kann man da Anrufbeantworter programmieren, Faxe annehmen, es ist total super. Das funktioniert, aber diese Fritz-Phones funktionieren oftmals nicht. Das jetzt hier ist ein Fritz-Phone C4. Das ist so von vor 2-3 Jahren deren hochwertiges Produkt gewesen. Und die Geräte wurden ausgeliefert und ich habe dann eins bekommen, wo man nicht mehr telefonieren konnte. Es rauschte und es knarzte in der Leitung. Also es war eine sehr schlechte Verständigung. Nach einigen Wochen hat dann AVM zugegeben, ja, wir haben da leider einen Hardwarefehler, das wird korrigiert, es wird eine zweite Revision geben. Dann kam die zweite Revision, man konnte super telefonieren, aber die Geräte hatten schon beim Auspacken oder nach einigen Wochen einen Riss vorne im Gehäuse bekommen, weil der Spritzguss irgendwie so war, dass das Gerät unter Spannung steht und dann reißt mit der Zeit. Das ist halt auch so vordefiniertes Verfallsdatum mehr oder weniger. Dann gab es eine dritte Revision, damit konnte man telefonieren und die Geräte sind nicht von sich aus zerfallen. Das war dann schon mal so ein richtiger Fortschritt. Und das hat die letzten Jahre auch gut gehalten. Und jetzt habe ich auf der IFA gesehen gehabt, dass AVM ein neues Telefon vorgestellt hat. Das nennt sich C5. Das ist sozusagen der Nachfolger von dem hier. Das hat dann den Headset-Anschluss oben und noch so ein paar andere tolle Funktionen. Zum Beispiel ist eine der Funktionen, dass eine Ladeschale endlich ordentlichen Kontakt hat, weil der Vorgänger von diesem C5, das MTF, hatte immer keinen Kontakt in der Ladeschale. Und dann hast du das abends hingestellt, nächsten Morgen dann leer rausgenommen, weil hat nicht aufgeladen. Gut, anderes Thema. Dieses C5-Telefon habe ich in Betrieb genommen und wollte telefonieren. Was war wohl das zu erwartende Problem? Ja, mit gerauscht haben, oder? Akku leer. Also der Kontakt zur Ladestation hat diesmal funktioniert, ja. Aber der Kollege mit dem Rauschen ist echt gar nicht weit davon entfernt. Man konnte nämlich gar nicht telefonieren. Es hat erst geknackt, geknarzt, gerauscht und dann war die Hörmuschel aus. Und dann kam das Austauschgerät. Es hat gerauscht, geknackt und dann war es lautlos. Das heißt, die haben halt bei den Hörmuscheln irgendein Problem. Und was die da für ein Problem haben, weiß ich nicht, weil ich habe dann auch das Austauschgerät dann wieder retourniert, weil was soll ich mit dem Telefon, wo ich mit telefonieren kann. Aber ich habe herausgefunden, die Freisprechfunktion ist glasklar. Also man kann offensichtlich mittlerweile bei AVM Telefone bauen, die nicht, also zumindest teilweise bauen, die nicht rauschen und mit denen man sich schön verständigen kann. Aber kann halt jeder mithören. Es kann halt jeder mithören. Headset-Anschluss wäre auch gegangen, das wäre auch kein Problem gewesen. Aber das ist voll oldschool, das wird anscheinend gar nicht mehr getestet, wenn man solche Produkte designt. Das liegt am Kopf. Das liegt am Kopf? du hältst dich am Kopf fest. Du lachst, das C4 in der ersten Generation hatte genau das Problem. Wenn du in der Nähe metallischer Gegenstände warst, ist die Verbindung ganz schlecht geworden. Immer wenn ich zum Serverschrank ging, weg. Du gehst einen Schritt zurück, ist wieder da. Du legst dich in die Badewanne, kannst nicht telefonieren. Du stehst aus der Badewanne auf, kannst wieder telefonieren. Also die waren wirklich anfällig für metallische Gegenstände. Hier war es aber nicht so. Ich habe das Gerät dann auch auf den Tisch gelegt, habe mich davon entfernt, habe die Videokamera laufen lassen und habe dann jemanden am Ende gebeten, halt zu gucken, ob er mich noch versteht oder ob er was sagen kann. Verstehen war gut, aber hören ging halt nicht. Ne? Und ob die da jetzt eine zweite Hardware-Revision rausbringen oder ob sie ein Firmware-Update machen. Firmware-Update habe ich natürlich probiert, es gab auch eins, hat sich aber nichts geändert. Ja, das ist halt auch so eine Sache. Und das ist so ein bisschen diese Einstellung halt, das Produkt reift beim Kunden. Wir haben das bei diesem tollen Laptop gesehen, wir haben das hier bei dem Telefon gesehen. Die Produkte werden gar nicht mehr getestet, die werden einfach verschickt an die Leute. Und dann kann man ja mal gucken, was da so an Reklamationen kommt. Und das ist halt eine Einstellung, die geht halt bei solcher Oberklasse-Hardware nicht, aber bei so einer Massenware halt auch nicht. Trotzdem muss man sich damit abfinden. Und AVM hat auch Repeater herausgebracht für diese Telefone. Wie teuer ist so ein Ding? Das hier? Ne? 65 Euro so in dem Dreh. Ja. Also UVP ist glaube ich 79 oder so, aber so für 65 sind die so bei den einschlägigen Händlern unterwegs. Also es ist halt keine Billigware, auch keine super hochwertige Ware, aber ein Telefon, mit dem man nicht telefonieren kann, ist halt irgendwie komisch. Jetzt habe ich ein bisschen was ausgelassen. Also man kann damit telefonieren, wenn man G711 als Codec verwendet, also diesen alten Codec. Wenn man aber G722 verwendet, was so als HD-Telefonie langläufig unterwegs ist, dann geht's halt nicht, weil dann geht's gar nicht mehr zu verstehen. Das andere rauscht halt nur stark. Wir haben natürlich alles probiert. Also wir haben natürlich vom Fritz-Phone auf dem Fritz-Phone, von einem C5 auf dem C4, statt einer Gigaset-Anlage, Telefonanlage, statt einer Fritzbox als Gesprächspartner, alles einmal durchprobiert, hat nichts geholfen. Also die haben nicht mal ihre eigene Hardware mit ihrer eigenen Hardware getestet. Das lag also nicht einfach daran, dass es halt ein anderer Anbieter war oder so. Ja, so, das Telefon haben wir jetzt auch abgehakt.
Dann hatte ich ja eben schon diese schöne Wärmebildkamera hier erwähnt. Ne? Das ist Hardware, die kauft man nicht irgendwo im Baumarkt. Das ist eine Wärmebildkamera, die ist so für die Gebäudethermografie gedacht, aber auch für Anwendungsfälle im Bereich Elektrotechnik. Wenn du halt zum Beispiel lose Kontaktstellen finden möchtest, werden die ja warm. Und dann kannst du mit so einer Kamera an der Unterverteilung langgehen und siehst genau den Sicherungsautomaten, wo der Geselle vergessen hat, das Ding festzuziehen. Machen richtig viel Freude, die Geräte, und sind super hilfreich. Und dementsprechend kann man natürlich auch dann Preis für verlangen. Die liegen hier, das hier habe ich mir geholt beim Konrad am Ostufer. So viel, also mal, es gibt das auch für Endverbraucher, und dieses Gerät kostet so 1100 Euro. Das ist die kleinste Ausbaustufe, die man von dieser FLIR-Kamera kaufen kann. Heißt FLIR E4. Dann gibt es noch eine FLIR E5, eine FLIR E6 und eine FLIR E8. Die E8 kostet so 5500 Euro in etwa. Jetzt ist mal die Frage an euch, was würdet ihr denn vermuten, was halt so verbessert wird bei einem teureren Produkt? Andere Software. Ja, das ist falsches Publikum. Das macht Spaß. Vermutlich nur wieder die Ergonomik, ne? Nee, das Gerät ist absolut baugleich, abgesehen von diesem Schriftzug und von diesem Etikett. Die Geräte sind hundertprozentig baugleich. Also der Wärmebildsensor ist ein ISC0901. Der hat 320 x 240 Pixel. Das klingt jetzt nach wenig, aber für Wärmebildkameras ist das verdammt viel. Und diese Kamera hier wird verkauft mit 60 x 80 Pixeln Auflösung. Was da passiert ist, in dieser Kamera steckt eine kleine Platine. Und auf dieser Platine läuft ein Windows CE. Und dieses Windows CE bootet sofort per Autostart eine App, die nennt sich Kamera-App. Und diese Kamera-App liest ein Config-File. Und dieses Config-File sagt der Kamera, bist du eine E4, eine E5, eine E6 oder eine E8. Aber der Hammer kommt noch. Ne? Das ist ja nicht nur so, dass diese Wärmebildkamera eine geringere Auflösung hat. Es gibt auch noch eine zweite App, das ist ein Rauschgenerator, der erzeugt digital Bildrauschen, damit der gute Sensor halt dir nicht wenigstens ein glasklares Bild mit schlechter Auflösung liefert. Und diese Kamera, diese E4, ich habe nämlich die E4, die E6 und die E8 in der Hand gehabt, weil ich die für einen Verein halt angeschafft habe und dann einstellen sollte. Und die machen halt so Gebäudethermografie für Endverbraucher. Und ich habe dann die E8 in der Hand gehabt und die E4. Und die E4 kam mir so unglaublich langsam vor. Und dann haben wir halt mal, weil die auch so baugleich aussahen, halt rumprobiert, haben recherchiert und haben halt herausgefunden, dass man halt dieses Config-File ändern konnte. Früher konnte man einfach in dem Config-File eintragen, du bist jetzt eine E8. Die Kamera war glücklich, hat dir die hohe Auflösung gezeigt, alles war schön. Dann ist der Hersteller hergegangen, hat das Config-File verschlüsselt. Weil da haben ja den Endverbraucher hergegangen, haben halt nicht mehr 5.500 ausgegeben, sondern 1.100 und waren dann happy mit ihrer E4. Ne? Und dann hat man das Config-File verschlüsselt, ich meine mit der Seriennummer der Kamera. Und das ist dann auch irgendwann aufgefallen. Also es gibt findige Leute, die finden das dann raus. Ne? Und dann wurde die Verschlüsselung immer wieder verbessert. Und mittlerweile ist es so, dass man halt mehrere Dateien anpassen muss. Aber es ist immer noch sehr einfach machbar. Es gibt ein Python-Script, was man sich da runterladen kann. Und dann kann man das einfach auf dem Windows 7-Rechner ausführen, weil die Treiber gibt es nur für bis Windows 7, Windows 8.1, da lädt der Treiber irgendwie nicht. Aber damit kann man sich das Ding dann halt flashen. Ne? Also das heißt flashen, man ändert halt das Config-File, man lädt das dann per FTP runter, lädt das dann per FTP wieder hoch auf die Kamera, also läuft halt ein virtueller Netzwerktreiber halt auf dieser USB-Schnittstelle und dann Kamera neu starten, glücklich werden. Jetzt habe ich ja eben gesagt, die fühlte sich so träge an, die E4. Ne? Das Problem ist halt, dieses Runterrechnen des Sensorbildes und das Hinzufügen des digitalen Bildrauschens belastet die CPU natürlich auch. Ne? Und das heißt, die Kamera fühlt sich auch noch träge an. Das heißt, wir haben halt das Produkt jetzt künstlich verschlechtert in Auflösung, Bildqualität und in der Ergonomie, was die Bedienung angeht. Natürlich fehlen noch einige Menüpunkte und so, die kann man aber auch noch wieder freischalten. Das Problem, was dann so ein bisschen dabei war, ist, die ersten Leute waren sehr findig. Die haben das im Internet frei mitgeteilt, wie man das so macht. Und wie das immer so ist, es gibt halt Leute, die machen dann Closed-Source-Software. Und irgendwer hat dann auch angefangen, diesen Menü-Hack hier als Closed Source anzubieten. Und da musste man den per PM in einem Forum schreiben. Das war halt so ein Oberforen-Guru, der da schon seine 20.000 Beiträge oder was hatte. Und der war ganz bekannt. Und da mussten alle bei ihm anfragen. Und er hat dann halt das von ihm verschlüsselte File wieder zurückgeschickt. Und also, ja, also nicht nur der Hersteller ist manchmal komisch, auch sind manchmal die Hardware-Hacker ein bisschen komisch. Es gibt nicht nur die Open-Source-Hardware-Hacker, wie wir dann feststellen mussten. Aber es ist auch ein schönes Beispiel halt für den Fall Crippleware in dem Fall. Weil du kriegst halt ein Produkt, das wird jetzt für 1.100 und 5.500 Euro verkauft und es ist das gleiche Produkt, es wird nur künstlich schlecht gemacht. Und das ist halt ein wirklich krasser Fall, weil hier halt außer dem Aufkleber echt nichts verändert wird. Vielleicht sortieren sie die Chips, dass die besten Chips halt in die besten Kameras kommen, also dass die Messabweichung bei so einem Thermalbild, da geht es ja manchmal 0,3 Kelvin oder so, dass die halt eine höhere Genauigkeit haben oder so. Das weiß man nicht, das ist reine Spekulation. Aber faktisch kriegst du halt erstmal eine Kamera mit einem anderen Typenschild, mit einem anderen Config-File und dann funktioniert das.
Und das war so extrem, das musste ich einfach mal mit aufnehmen. Das ist schon super ärgerlich. Und die entwickeln die Firmware auch immer weiter, ne? Und wird immer die Verschlüsselung neu gemacht. Das ist dann halt auch wieder so ein Rennen. Irgendwann gewinnt einer, irgendwann sind die Leute wieder hinterhergekommen. Das nächste Beispiel von Crippleware liegt hier direkt vor mir schon. Das ist diese schöne Kamera. Ihr werdet an dem kleinen Display erkennen, dass die uralt ist. Die ist so mindestens 10 Jahre, würde ich mal sagen, alt. Und das ist eine EOS 20D. Und es gibt bei Canon halt auch so eine Linie, die hat 2 Zahlen, also EOS 20D zum Beispiel, eine, die hat 3 Zahlen. Das ist dann zum Beispiel EOS 300D oder in dem Fall war, glaube ich, das Vergleich mit der EOS 350D. Und die unterscheiden sich wirklich. Die haben ein besseres Gehäuse, die haben mehr Tasten und du hast halt so ein Drehrad statt einfach nur Tasten. Da ist schon, dass du als Kunde was mehr kaufst, aber trotzdem wird die Kamera noch künstlich verschlechtert. Und ich habe jetzt einfach mal versucht, so mir raufzuschreiben, was ich dann noch aus dem Gedächtnis habe, weil das ist halt schon irrsinnig lange her. Aber es war halt, meine ich, so, dass du halt die Farbtemperatur in Kelvin halt nur bei der teureren Kamera einstellen konntest. Bei der billigen war der Punkt im Menü nicht vorhanden. Und da gab es ja den sogenannten Menü-Hack, auch in dem Fall wieder, wo man dann halt diese Funktionen freischalten konnte. Es waren noch ein paar andere Sachen. Zum Beispiel den Autofokus. Diese Kamera kann halt entweder einen statischen Autofokus haben, da machst du halt einmal, dann fokussiert er, oder du kannst einen mitführenden Autofokus haben, was halt bei Sportrennen ganz interessant ist, jemand auf dich zukommt, dann führt der Autofokus halt nach und du kannst dann mehrere Bilder machen. Und das konnte man bei der billigen Kamera halt nur über solche Automatikprogramme wählen und bei der teureren Kamera konntest du den Autofokus frei wählen. Auch das konnte man dann über so einen Hack halt ändern. Und dieser erste Hack war super spannend für alle, weil das war das erste Mal so, dass man bei dem Gerät was so freischalten konnte und dass mir das auch in einem Massenmarkt so aufgefallen ist, dass halt per Software was beschränkt wird. Das war für mich eine ganz spannende Erfahrung. Und dann hat sich daraus entwickelt diese Magic Lantern Community. Das kennt ihr sicherlich auch, das ist ganz bekannt geworden. Das gibt's heute noch, weil heute, das ist für die Videografen ganz wichtig, kann man sich dann halt die Audiopegelanzeige zum Beispiel hinten einblenden lassen und solche ein paar andere Sachen. Also da hat sich eine ganze gute Community entwickelt und das ist unter GPL frei verfügbar und das finde ich ist ein positives Beispiel, wie halt Hardware-Hacker über ihr Schaffen die Gesellschaft bereichern können, weil wenn die es unter GPL freigeben, kann das jeder weiterentwickeln, kann das jeder nachvollziehen und es nutzt allen. Im Gegensatz zu solchen Sachen, wo dann halt dann mit Hacks im Forum für Likes gehandelt wird. Also, naja, aber so ist die Gesellschaft heute. Für ein Like tun manche alles. Nächstes Beispiel. Oder gibt es dazu Fragen? Ich habe ja schon wieder so viel gequasselt. Kommentare, Anmerkungen? Ja, ich habe eine... oder ich kann den Hersteller schon ein bisschen verstehen. Also ich bin auch jahrelang Hersteller gewesen und Entwicklungsleiter war ich. Und dann entwickelt man ein Gerät, was verschiedene Ausbaustufen haben kann. Dass alle Geräte liefen mit exakt derselben Software. Einfach die Software, die hat beim Starten nachgeguckt in der Hardware, was ist denn alles da? Und dann wusste sie, ich bin ein so und so Gerät. Ansonsten überall das Gleiche. Aber jetzt sollen die Geräte verkauft werden. Und die Verkäufer haben dann das Problem, dass wenn die jetzt alle das Gleiche kosten sollten, dann hat man nicht unbedingt die Menge der Käufer, die das dann haben wollen. Also wenn du jetzt sagst, die Dinger kosten zwischen 1100 und ich weiß nicht, was war das, 5,5, dann müsste der Hersteller vielleicht sagen, naja, im Schnitt brauchen wir 3,5. Aber da gibt es viele, die sind nicht bereit, die 3,5 überhaupt dann dafür auszugeben. Und schon steht man dann da und sagt sich, ja, mein Gott, dann machen wir das Ding eben halt für die einen ein bisschen billiger, für die anderen ein bisschen teurer. Aber das kriegt man eben halt nur hin, indem man dann sagt, na gut, dann muss auch eine Funktion weniger da sein oder so. Also ich habe da schon ein gewisses Verständnis für. Also betriebswirtschaftlich kann ich das auch völlig verstehen. Das ist klar, deine Argumentation ist in der Hinsicht schlüssig. Aber es ist halt... Für einen als Verbraucher fühlt man sich irgendwie getäuscht. Also dieser Verein zum Beispiel, ein gemeinnütziger Verein, hatte dann die teuren gekauft, weil die halt Gebäudethermografie halt machen wollten, dass man auch was erkennen kann. Und hätten die das gewusst, die fühlten sich dann sehr betrogen, nicht? Also dann muss man das vielleicht dem Kunden auch klar kommunizieren, weil wenn ich halt ins Datenblatt reinschreibe, der Sensor hat eine Auflösung von sowieso und dann stellt sich raus, das ist halt nur per Software gemacht, dann fühlt man sich veräppelt. Ja... aber wo auch immer ich hingucke, wenn ich ein Auto kaufe und ich kaufe das mit dem größeren Motor, dann bezahle ich nicht die Differenz, die der Motor mehr kostet. Auto ist auch ein schönes Beispiel. Da habe ich VW immer die Rückfahrkamera schon eingebaut gehabt und du musstest sie dann freischalten lassen, dass du sie dann auch benutzen konntest. Also richtig. Oder eben halt für diese blöde Rückfahrkamera, die da, weiß ich nicht, 20, 30 Euro kostet im...
Es war wohl billiger, überall die einzubauen. Als, ja, dass man dann eben halt sagt, ja mein Gott, aber das kann nicht sein, dass wir jetzt für diese blöde Rückfahrkamera da nur 30 Euro nehmen. Dann kostet die eben halt, weiß ich nicht, was kostet denn sowas? 500? Keine Ahnung. Aber der Spaß war halt da, dass halt VW überall die Kameras eingebaut hat, weil es wohl billiger war, immer die Kamera einzubauen und dann nur freizuschalten, wenn der Kunde das... Stimmt nicht, oder? Das war in der Autobild, ne? Das ist jetzt keine zitierbare Quelle. Okay, ja, aber ich glaube es nicht, denn kein Hersteller wird bei den kleinen Margen, und bei VW weiß man ja allgemein, das wird mir wieder gesagt, dass sie ein Ergebnisproblem haben, die bauen nicht für 20 Euro was ein, was einmal Beschaffung, Lagerung, Montage etc. 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 kostet. Das ist wahrscheinlich günstiger, ein Blechteil zu nehmen, wo das Loch nicht drin ist. Das glaube ich nicht. Bei 5 Millionen Autos und dann immer 20 Euro nur Hardware reinstecken für nothing? Nee. Bei Mercedes war das lange Zeit so, dass es 50 Mark gekostet hat, wenn man den Schriftzug, was das für eine Dose ist, hinten drauf auf dem Kofferdeckel nicht haben soll. Das ist aber lange her. Das stimmt. Deswegen habe ich gesagt. Ja. Inzwischen kostet das nichts mehr. Also seit vielen Jahren schon. Aber vielleicht nochmal ein Wort. Zu dem Telefon, wenn ich da nochmal was sagen darf. Da war ja das Problem, das fällt vom Band und deine Äußerung war ja, wie können die ohne das getestet zu haben oder auch bei dem PC, das fällt vom Band, wie geht das? Es ist ja heute so, im Rahmen der allgemeinen Sparmaßnahmen in der Fertigung oder in der Produktion ganz allgemein, sagt man, alles was vom Vorlieferanten kommt, ist in Ordnung. Darauf baut alles auf. Das Qualitätssicherungssystem heute ist ja so, dass man sagt, mein Vorlieferant liefert mir das Richtige. Und das geht auch in der Fabrik so, was ich meinem nächsten Mitarbeiter zukommen lasse, wo ich dann gewerkelt habe, das ist in Ordnung, er kann sich darauf verlassen, dass es funktioniert. So, und wenn jetzt so ein Mensch die Hörkapsel nimmt, aus dem Karton, dann geht er davon aus, dass die Hörkapseln alle in Ordnung sind. Die prüft er nicht mehr. Früher gab es noch Eingangsprüfungen, dann wurde jede Zehnte geprüft oder irgendwas. Macht man heute alles nicht mehr. Kann sich kein Mensch leisten. Naja, aber die Amazon-Rezensionen sind voll davon, die Foren sind voll davon. Das ist ja dann kein Problem von einem Gerät. Das war ja dann auch das Austauschgerät und das ist ja dann eine ganze Revisionsgeschichte. Völlig klar. Der Vorlieferant mit den Kapseln hat das nicht richtig gemacht. Jetzt hängt das, klebt das natürlich an hier AVM. So, der Vorlieferant hat aber natürlich das Gleiche gemacht. Der hat sich die Blechteile für die Kapseln geholt und die Kohle, ach nee, das gibt es ja heute nicht mehr, aber diese Schwingspule, diese ganzen Tüte. Und der hat das auch von seinen Vorlieferanten wieder geholt und hat auch gesagt, die haben alle, sind alle zertifiziert, die Betriebe, ISO 9001. Da steht doch, wir arbeiten nach den anerkannten Regeln und machen das. Da guckt kein Mensch hin, ob die das machen. Ja, aber das Ding ist halt, das ist eine Sache, wenn dir das nicht auffällt, dass bei einer Charge irgendwie mal 1000 vielleicht irgendwie nicht in Ordnung sind. Ne? Aber wenn ich halt sowas schippe und jeder der Käufer schreibt ins Internet, das funktioniert nicht, dann ist das ja kein Einzelproblem. Erstmal haben die Käufer sowieso keine Ahnung per se. Bis das dann in so einem Unternehmen an der richtigen Stelle ankommt, da sind denn die Vertriebsleute noch zwischen und ich weiß nicht, wer alles, der das denn kommentiert, abwiegelt, machen Sie nochmal dies, machen Sie nochmal jenes, haben Sie denn auch wirklich das richtig reingestöpselt, dass das lädt und weiß der Hund was alles. Bis das mal an einer entscheidenden Stelle ankommt, so verdichtet, dass Sie sagen, um Gottes Willen, wir müssen da bremsen, wir müssen was tun. Das dauert eine ganze Zeit. Das geht nicht einfach, wenn 10 Leute was schreiben oder 100. Und ich frage mich auch, ob das wirklich jetzt Individualfehler sind, auch von 1000 Dingen oder wie viel, oder ob das nicht ein Entwicklungsfehler ist. Ich habe immer wieder Leute erlebt, die bei mir aufgeschlagen sind, die wussten, gut, das ist nun auch schon etliche Jahre her, die wussten immer, was es kosten darf, wann es fertig sein soll, in welcher Programmiersprache es zu schreiben ist. Was gemacht werden sollte, das wussten sie alle noch nicht so richtig. So, und dann waren da irgendwelche Fantasiezeiten wie, zu Weihnachten soll es fertig sein. Es war dann auch zu Weihnachten fertig, es war aber nicht dasselbe Jahr. Ja, das. Aber es war ja schon vorher dran auf der Messe gezeigt worden. Natürlich. Und so weiter. Ja, und da denke ich, da sitzt man als Entwickler dann auch dabei und weiß, man hat noch ganz andere Probleme. Und um da dieses scheiß Gehäuse da, da kümmert man sich dann später mal drum. Vor allem, das ist ja auch ein Fehler, der fällt ja erst auf, wenn das Ding verschifft wurde aus China und dann die Temperaturschwankung hatte und dann reißt irgendwann dieses Plastik. Ne? Das ist ein Fehler, den kann ich sogar nachvollziehen. Also da habe ich volles Verständnis für. Aber wenn die halt deutschlandweit halt die Geräte shippen und
sagen, wir lassen das nur 10% sein, funktioniert das Gerät nicht, da erwarte ich einfach mehr. Weil klar, ich kann auch mir ein Billigtelefon kaufen, es gibt so eine Schnurlos-Telefone auch im 15-20-Euro-Bereich, ne? Aber wenn ich halt 75 Euro für ein Premium-Produkt von eines deutschen Herstellers, der in Berlin residiert, ausgebe. Dann erwarte ich doch mal, dass mal einer das Ding ans Ohr hält und man probiert. Also, das ja, oder das geht ja auch voll, das geht auch voll elektronisch. Ich meine, das könnt ihr doch in der Produktionsstraße, letzter Produktionsschritt ist Gerät robotermäßig einschalten, Bilderkennung, kommt das Ding, Mikrofonerkennung. Ne? Ich kenne eine Firma, die hat es gemacht, ja. Das ist eine Frage, ob man das Wir haben jahrelang Geräte verkauft, da ging die Uhr nicht. Der Entwickler, die sollen, also das war ein Computer, die sollten eine Uhr haben, batteriegestützt und irgendwie sowas. Und ja, der Entwickler, der hatte das eben halt freigegeben und so weiter. Und in der Firma hat keiner mehr geguckt. Und bei den Kunden, irgendwann hat mal einer von den Mitarbeitern unserer Firma dann gehört, da sagt der Kunde, oh, nee, das Ding geht nicht, das ist doch bekannt. Ja, beim Hersteller nicht. Deswegen fragte ich vorhin bei dem Phone nach dem Preis, weil bei so einem Laptop, wenn du jetzt in der guten Lage bist, dass du für eine Firma einkaufst, ja, die vielleicht auch noch relativ groß ist und viele Geräte kauft, da steht dann auch sofort der Wagen da. Und, ja, das ist 5 Jahre vor Ort-Service, da kommt dann am nächsten Tag, Next Business Day, das Auto und tauscht dann mal eben alle Hauptplatinen durch. Ne? Privatpersonen, ja, Einzelpersonen und die werden das Problem haben. Aber du kannst die Geräte halt in dem Fall jetzt kaufen, wie du möchtest. Du kannst sie halt mit Einschickgarantie kaufen, 1 Jahr, mit Einschickgarantie 3 Jahre. Du kannst dann upgraden per Schlüssel auf alles. Fakt ist aber, in dem Moment, wo du jetzt nicht eine Firma bist, wo richtig Geld hinter steht, also an Verlust, wenn der Vertrag gekündigt wird, dann kommt wirklich, Dings erstmal, haben sie es schon mit ein Ausschalten und wieder einschalten, Freund, ja? Das, was ich meine. Das Problem ist da natürlich auch, also jetzt bei diesem konkreten Beispiel, das war ja früher mal IBM, da hat man angerufen, ist irgendwo in einem Callcenter in Osteuropa gelandet, da konnte man sich verständigen. Mittlerweile landen die Telefonate irgendwo, ich vermute so Indien die Ecke. Und das Problem ist, du kannst dich mit den Menschen nicht mal mehr verständigen, weil die sprechen nicht mal Englisch, die sprechen kein Deutsch, die sprechen Englisch nur broken und dann bist du dann mit dem ICAO-Alphabet dabei, halt irgendwelche Daten durchzugeben und wünschst dir eigentlich, dass du per E-Mail schreiben kannst, ne? Und ärgerst dich, dass du überhaupt angerufen hast. Das ist halt der eine Punkt. Aber du sagtest auch, dass wenn du ein Privatkunde bist, du viel schlechter behandelt wirst. Und das, wie gesagt, das kann ich nicht bestätigen. Es ist halt hier so, wenn du die Geräte auch als Privatkunde kaufst, kannst du die Geräte genauso mit 5 Jahren vor Ort Next Business Day kaufen. Du musst halt nur diesen Aufpreis, also die verschiedenen Service-Level werden dir vorher angeboten und die werden dir als Privatperson genauso garantiert wie als Businesskunde. Bei Dell ist es, glaube ich, so, ich kenne mich jetzt mit Dell nicht so aus, dass du 2 Serien hast, eine Endverbraucherserie und eine Business-Serie. Vielleicht kennt sich da jetzt einer besser aus. Und bei der Business-Serie hast du halt immer die gute Garantie, aber das ist jetzt reine Spekulation, aber auch da wird halt differenziert. Und da weißt du aber vorher, was du dich einlässt. Ich weiß ja vorher, wenn ich das Gerät kaufe, habe ich dieses Service-Level, das ist ein Agreement und darauf wird sich dann verlassen. Und da kann ich ja dann vorher über den Preis bestimmen, was ich mache. Nur wenn der Hersteller halt 10 Jahre Next Business Day vor Ort anbietet, 5 Jahre vor Ort Next Business Day anbietet und die Geräte sind am ersten Tag schon kaputt und dann müssen überall die Service-Autos rausfahren. Ich meine, das ist ja auch dann betriebswirtschaftlich wieder ein ganz anderen Schnack. Ne? Je teurer das Gerät ist, umso mehr bist du natürlich auch als ein Endverbraucher hinterher, um dich zu beschweren, wenn du das genau. Bei so einem Teil ist es heißt zurückschicken. Da, ja, ich meine, wenn du damit mit dem Inder sprichst, brauchst du ja auch nicht wundern, dass du den nicht verstehst. Ja, aber ich meine, das ist ja eine Frage des Herstellers. Aber wenn du jetzt ein Produkt hast, was du für 20 Tage raushaust, das ist den meisten Leuten schon viel zu umständlich. Da, die rufen vielleicht einmal an und dann haben die keine Lust mehr, sich weiter darüber zu ärgern. Das heißt, dann gehen die weiter, du hast deinen Stoff verkauft und verkaufst ihn am besten nicht nochmal. Vielleicht sollten wir deshalb die Ursache bei uns suchen. Also warum machen die Hersteller so einen Scheiß und das nicht ausreichend Zeit für Entwicklung und für Test, sondern die machen viele neue Produkte, die wir dann kaufen. Und dass wir sie kaufen, ist das Problem. Weil wenn wir den Spot kaufen, dann wird das auch immer so weitergehen. Ja, ich sag mal, das ist auch in der Industrie, in der Fertigung meistens schon ein Problem, dass einfach wirklich unqualifizierte Leute da stehen. Also ich habe ein Praktikum gemacht bei einem Motorenhersteller und die haben mich da hingestellt und ich durfte dann nachher die Kunden zusammensetzen und auch sehr wohl hinkommen. So, und davon habe ich keine Ahnung. So, mir wurde gesagt, mach das so.
Und pass auf, dass da keine Kratzer reinkommen. Weil und dann haben die mich an die Presse gestellt und ich habe Federn eingepresst und was weiß ich alles. Ich hatte keine Ahnung und es ist keiner gekommen und hat geguckt, ob ich alles richtig gemacht habe. Nicht besonders einfach so gleich weiter in die Fertigungsstraße an die Roboter gegangen und wurden verbaut. Aber es könnten genauso gut Ingenieure sein, die dann einfach den Druck bekommen vom Chef, hör zu, das Produkt muss fertig werden, die Box, die Fehler merzen wir dann irgendwann mal aus, wenn es noch irgendwie geht. Aber ich sag mal so, theoretisch könnte es sein, so, ich habe am Tag dann teilweise wirklich so 100 von diesen Blöcken gestanzt. Es können jetzt hunderte von Fahrzeugen einfach ausgefallen sein. Welche Sorte war das? Nee, sag mal. Das ist für Baustellenfahrzeuge. Ach so, okay. Na dann. Deswegen stehen die Bagger immer unbenutzt irgendwo an den Straßenecken und wir denken, die Bauarbeiter sind so faul. Ja, wenn ihr wollt, würde ich jetzt noch ein paar Produkte irgendwie angehen. Da habe ich noch ein paar Sachen auf Lager. Einmal, was ihr da hinten stehen seht, diese wunderbare Kamera da, die habe ich über die letzten Jahre lieben gelernt. Ich habe viel Kameras verglichen und es ist halt das Produkt, was mich am glücklichsten macht. Aber ich habe doch auch ein paar Sachen, die mich da stören. Und zwar hätte ich gerne Funktionen in dieser Kamera, für die ich sogar bereit wäre, extrem viel Geld auf den Tisch zu legen. Das Problem ist, der Hersteller bietet das nächst bessere Produkt, wo die gleiche Hardware drin ist, in einem viel größeren Gehäuse an. Und ich möchte dieses große Gehäuse nicht haben, weil ich das nicht mitnehmen kann. Sondern ich möchte halt die kleine Kamera mit der Software der großen Kamera haben. Und das geht natürlich nicht. Wovon sprechen wir jetzt hier? Die Kamera ist eine Sony FDR AX100E. Das große Modell ist die PXW X70. Die X70 hat noch diverse Anschlüsse, die im Profibereich gängig sind. Und die sind auch ganz toll, aber die interessieren mich nicht. Und ich hätte es halt einfach gern, dass halt die Software dieser guten Kamera, die gleiche Hardware hat intern, abgesehen von diesen Wandlerchips für die besseren Anschlüsse, erhältlich wäre. Und das geht nicht. Leider gibt es keine Community für diese Kamera, die mir das bringen kann. Worum geht's hier in dem Fall? Also ich würde zum Beispiel gerne Tasten frei belegen können. Das ist eigentlich eine Grundfunktion, die ich bei Software so erwarte, dass ich meine Tasten selbst belegen kann. Unabhängig jetzt vom Gerät. Also das finde ich bei der Kamera wichtig, dass bei der Kamera, okay, die hat ein bisschen wenig Knöpfe. Aber hier ist es zum Beispiel auch so, dass man das so programmieren kann, dass man halt eine Taste lange drückt und dann passiert halt irgendwie, dass Oma Erna angerufen wird oder so. Und da kann ich nicht mal eben die Sachen so legen, wie sie sind. Und da ist dann ein Knopf, der ist hinten. Da komme ich jetzt nicht ran, weil da jetzt die Halterung für das Funkmikro dranhängt. Und dann komme ich an diesen Knopf nicht dran. Und kann diese Funktion nicht aus. Hier muss ich jedes Mal die Kamera zerlegen. Und das ist halt dann sehr schade. Und das ist auch wieder so eine Frage, wie bietet man das an? Der Witz ist, die Profikamera wird nur mit einer Grundsoftware ausgeliefert. Wenn du bei der Profikamera Sachen mehr haben möchtest, kannst du da so eine Keycards erwerben, den Lizenzschlüssel über das Touchscreen-Menü in die Kamera eingeben und dann kannst du das freischalten. Dann kannst du dafür 500 Euro zum Beispiel den 4K-Schlüssel kaufen und dann kann deine Full-HD-Kamera plötzlich 4K, weil du 500 Euro bezahlt hast. Ne? Also das ist wieder der Betriebswirt, den kann ich in dem Fall verstehen. Und in dem Fall bei so einer teuren Hardware wäre ich sogar bereit zu sagen, ich würde das Geld ausgeben, es wird mir aber nicht angeboten. Das ist jetzt nur so eine persönliche Beobachtung. Dann habe ich keine brauchbare Pegelanzeige fürs Audio. Deswegen muss ich dann jedes Mal jemanden bitten, erstmal zu sprechen, muss einen Kopfhörer anschließen, muss das dann einpegeln und muss gucken, ob das stimmt. Weil die Balken, die da sind, die sind nur weiß und die haben, das, du weißt nicht, ob das jetzt übersteuert oder nicht. Normalerweise hast du halt so grün, gelb, rot, ne? Dann weißt du so, bei gelb, ne? Das kann man auch machen und bei rot, da fängt es dann an zu knarzen. Das sagt dir die Kamera nicht. Und die Kamera, by the way, kostet 2000 Euro. Das ist also auch schon das Flaggschiff deren Consumer-Serie. Und da hast du keine ordentliche Pegelanzeige. Und eigentlich erwartest du nur Basic-Funktionen. Ja, eine Pegelanzeige ist doch wichtig. Wenn ich ein Mikrofon anschließe, muss ich ja wissen, ob das jetzt übersteuert oder nicht. Also, und beim Kopfhörer höre ich das ja nicht mal zwangsweise raus. Also da fällt mir zu ein, in den 60er Jahren, da gab es Tonbandgeräte, mit denen konnte man ja, eigentlich unheimlich viel machen. Also mit Echo und Hall und was auch immer. Die waren aus meiner Sicht richtig durchdacht. Da haben sich Leute wohl hingesetzt, die haben sich überlegt, wie können wir diese Funktion in das Gerät implementieren. Wenn ich mir heute alleine meinen Fernseher angucke, das ist also irgendwie so ein billiger Flacher, dann denke ich manchmal bei den Funktionen, Leute, wer hat das denn programmiert? Also überhaupt nicht irgendwie eingängig, manche Dinge kann man überhaupt nicht machen und so. Es sieht einfach so aus, als wenn jemand aufgedrückt wurde, hier, mach die Funktionen da rein und dann ist gut und das war's. Und früher
da schien mir das Ziel zu sein, ein Gerät zu machen, was man wirklich für alle möglichen Anwendungsfälle auch benutzen kann. Die Frage ist hier halt wieder, was kann man konkret als Forderung so formulieren? Weil du kannst Hersteller nicht auffordern, Open Hardware zu entwickeln. Ne? Das kann man zwar denen mal antragen, aber das wird nicht funktionieren. So, aber zum Beispiel, ich finde, es wäre eine Forderung, die man formulieren könnte, dass man sagen könnte, wenn Geräte per Software mehr können, als in dem Gerät erlaubt wird, soll doch bitte jeder Kunde den passenden Schlüssel kaufen dürfen, zu einem Preis des Herstellers Wahl, dass er an seinem Gerät die Software auch aktivieren kann und damit die Funktionen freischalten kann. Das ist ja hier so ein Fall, ne? Also das ist ja das, worüber ich mich hier beschwert habe, dass hier das Gerät mehr kann und ich per Software halt nur dann mehr Geld ausgebe. Ne? Da rege ich mich jetzt hier drüber auf, weil ich mich ja als Kunde einfach veräppelt gefühlt habe. Bei so einer Kamera würde ich halt sagen, okay, die haben jetzt nachträglich die Software weiterentwickelt und diese Lizenzschlüssel, die ich erwähnt habe, sind immer Weiterentwicklungen. Also du kaufst halt dann sozusagen das Software-Update, was dann gewisse Funktionen freischaltet. Kommen wir mal kurz zu der Kamera. Du kannst da keine Streaming mitmachen, also keine Live-Übertragung, was die professionelle Kamera kann, denn über WLAN. Und was aber wirklich ärgerlich ist, es gibt eine Smartphone-App, mit der du die Kamera fernsteuern kannst. Und ich habe es eben, bevor wir angefangen haben und den Talk jetzt hier angefangen haben, haben wir kurz darüber geredet mit einigen hier im Raum. Dieses Display dieser Kamera ist einem nicht erlaubt, bei 4K wirklich hundertprozentig scharf zu stellen, weil das Display eine zu geringe Auflösung dafür hat. Da könnte ich jetzt ja mein Tablet hernehmen, übertrage über Wi-Fi mit der App, die es ja von dem Hersteller gibt und kann das Bild dann auch sehen, aber diese App hat nur drei Knöpfe. Aufnahme, reinzoomen, rauszoomen. Wenn ich die teure Kamera kaufe, dafür haben die eine zweite App entwickelt, wo ich Verschlusszeit, Gain, also ISO in dem Fall, und alles einstellen kann. Und es ist natürlich wichtig, dass man Iris Gain Shutter einstellen kann, weil hier zum Beispiel wandert die Sonne immer nach. Jetzt versucht da jemand das hinten, dass man sowas halt auch einstellen kann. Und wenn ich dann die App habe und ich könnte das dann gucken, warum gibt es denn jetzt zwei Apps? Es gibt die Profi-App für die Profikamera, es gibt die Consumer-App für die Consumer-Variante. Warum kann ich jetzt nicht was bezahlen, dass ich wenigstens die Profi-App denn für 100 Euro kaufe oder was? Und dann habe ich diese App und dann kann ich das benutzen. Nein, das geht nicht. Und da fühle ich mich dann als Kunde auch wieder so. Ah. Hast du da eigentlich mal den Hersteller angeschrieben und den gefragt? In dem Fall ist es nicht gemacht. Aber das Problem ist, die Apps sind ja im App Store, die können mir jetzt keine separate Version da raushauen. Und zumindest mal anfragen und dann gucken, was als Antwort kommt. Ja, das kann man in dem Fall wirklich mal machen. Ja, Lizenzierungsmodell, du bist wahrscheinlich mal. Ist ja nicht die einzige Möglichkeit. Aber der Hersteller wird nicht, nur weil ich jetzt sage, ich hätte gern Ich weiß gar nicht. Media Browser heißt, glaube ich, die Profi-Variante und Play Memories Online heißt die Consumer-Variante. Und das ist halt in dieser Software hart einkodiert, dass die halt nur mit der Kamera-Variante, also Consumer oder Profi, geht. Und da wird sich der Hersteller ja auch was bei gedacht haben. Also man kann da natürlich mal anfragen, das habe ich jetzt nicht gemacht, aber es ist halt, ja. Der Hersteller kann, also entwickelt ja auch nur etwas, wo er glaubt, der Kunde möchte das, aber wenn da keine Kundenstimmen zurückkommen, kann er halt auch nicht in eine bestimmte Richtung entwickeln. Und das andere ist, wenn du halt als Kunde irgendwas reportest, ich habe das bei ein paar anderen Produkten mal versucht, da lachen schon die Ersten. Ne? Also das hören die sich an und speichern das dann in der Ablage rund. Und ja. Joke des Tages. Ja, genau. Wie viele hattest du heute? Ja? Joke des Tages, der Kunde hätte gerne die Profi-App für die Consumer-Kamera. Haha. Also ja, aber es ist berechtigt, man muss das mal, also feedbacken sollte man das auf jeden Fall. Das habe ich jetzt da noch nicht gemacht. Ich wollte gerade sagen, man ist überrascht, was einige Hersteller tatsächlich machen. Ne? Ja. Also der Berliner Hersteller, wo ich jetzt so gelästert habe, ne, die sind immer super gut drauf. Wenn man denen was schreibt, da schreibt der technische Support zurück, das funktioniert super. Also die sind soweit klasse. Ne? Nur was denn da als Hardware nachher beim Kunden ankommt, ist halt erstens Murks und zweitens reifen die Produkte halt immer über 2-3 Firmware-Updates beim Kunden, was ich halt auch nicht okay finde. Also zumindest nicht beim Premium-Produkt. Ne? Aber in dem Fall, du hast recht, also es gibt halt Hersteller, die sind echt um die Kunden bemüht und das ist halt so ein Fall. Ne? Also da kann man über das Gerät jetzt meckern, wie man will. Ja, das mag ja noch Hardware sein, aber da, wo es rein per Software zu lösen wäre, auch da passiert das nicht unbedingt. Du hast ja nur gesagt, du hast das Ding an der Fritzbox gehabt. Was die nicht richtig können, ist NAT Loopback. Also man hat ja eine IP-Adresse von außen und wenn man jetzt aus dem Inneren einen Datenstrom auf die IP-Adresse von außen schickt, dann kriegt sie das hin. Das nennt sich NAT Loopback. Allerdings hat sie dann so ein kleines Problem, dass man nicht mehr telefonieren kann. Es gibt auch mal Resets, so ganz spontan dabei.
Ja, sie ist überlastet, weil das muss zweimal durch die Firewall durch, diese Daten. Und sie schickt das mit voller Geschwindigkeit. Also auch wenn man von außen jetzt nur 100 Megabit kann oder so, dann trotzdem dieses NAT-Loopback, das läuft dann mit 3 Megabyte pro Sekunde da durch. Also alles ganz schön und gut, aber ja, ist überlastet, geht nicht. Und das Problem wird totgeschwiegen. Das ist inzwischen bekannt und trotzdem, AVM macht was anderes. Lustiges Beispiel, Totschweigen. Der Support ist gut, ja, die reagieren und so, aber die haben auch ein Problem, was ich auch verstehe, was sie totschweigen. Du hast ja hier diese MWI, das ist das blinkende Briefsymbol, was dir sagt, dass dich hat jemand angerufen, guck doch mal. Und also das kannst du auch an der Fritzbox so programmieren, dass die Info-LED blinkt, genau wenn der hier blinkt. Der Witz ist, das Blinken hört aber bei der Fritzbox nicht auf, wenn du es hier gelesen hast. Sondern du musst dann erst ein abgehendes Gespräch geführt haben, dann geht die blinkende LED aus. Ne? Sozusagen die penetrante Erinnerung ruft mich zurück. Typischer Bug. Und das habe ich dann, da haben wir sogar ein Video gemacht, vor 2 Jahren, glaube ich, bald. Das ist auch auf YouTube. Genau wie das Video zu diesem lustigen Laptop hier, was ich auch vor 1 Jahr schon mal gemacht habe. Und da haben die dann zurückgeschrieben, ja, das sei so bekannt und das hätten wir jetzt auch im Handbuch so dokumentiert. Ja. Na, das bleibt ja zu Feature. Ja, das dachte ich mir dann auch so, aber es ist doch ein völlig sinnloses Feature. Also das kann man auch keinem verkaufen, dass das Ding dann halt ewig vor sich hin blinkt, nur weil du einmal einen Anruf hattest. Dann bringt das 2 Jahre vor sich hin, bis du das Gerät neu startest oder abgehend telefonierst. Ich meine, das ist doch... Aber ja. Ich sag mal, das ist genau dasselbe bei Autoherstellern. Opel zum Beispiel sagt, bei einigen deren Fahrzeuge ist es... normal, dass das Fahrzeug 3 Liter Öl auf 100 Kilometer verbraucht, was ziemlich heftig viel ist. 3 Liter Öl? 3 Liter Öl. Das ist im Normalbereich, sagen die. 16 Zylinder oder was? Ja. Du meinst auf 1000 Kilometer oder? Du meinst auf 1000 oder 10.000 Kilometer? Also ich habe apropos vertan, ich habe eben noch mal kurz gegoogelt zu den Rückfahrkameras bei VW. Ich habe das nicht gefunden. Das könnte eine 1. April-Ausgabe der Autobild gewesen sein. Schlechte Recherche, ne? Auch der Referent muss sich immer was anhören lassen. Ja, wir hatten jetzt dieses Laptop. Ich könnte noch zu dem Nachfolgemodell von dem Laptop was erzählen, wenn das gewünscht ist. Da könnten wir ja mal gucken, ob da einige Fehler behoben wurden. Ich hatte auch Kontakt mit dem Hersteller in dem Fall, hab dann mit dem, aber wegen chinesischem Neujahrsfest hatten die mir dann 4 Tage nicht geantwortet oder 5 Tage. Das kommt dann auch mal vor. Also da ist dann die komplette Firma heruntergefahren. Aber die reagieren und man kann sich mit denen unterhalten, das klappt auch. Aber die sagen halt, ja, wir nehmen das halt auf und dann erfährst du da nie wieder was von. Und dann kommt das Nachfolgegerät raus und da kann man dann mal gucken, ob sich was getan hat. Wir sind noch in der Zeit, wollen wir, oder? Ja. Also, da habe ich mir dann hier nach dem Frühstück mal so eine Stichpunktliste aufgeschrieben, anhand meiner fast unleserlichen Notizen. Was hat sich denn jetzt erstmal in dem Gerät verbessert? Also erstmal kam das Gerät raus und ich dachte so, wow, cool, das sieht ja richtig klasse aus und auch die Messevideos waren alle so schnieke, ne? Also es muss halt das Gerät schlechthin sein. Und ich war erstmal total geflasht und begeistert. Und das gibt's dann in 15 und in 17 Zoll, nicht mehr in 14 Zoll. Heißt dann nicht mehr, also ist halt dann der Nachfolger der W-Serie, eigentlich der T-Serie, also nicht der genaue Nachfolger von dem Gerät hier, aber sehr vergleichbar. Also das 15 Zoll, 17 Zoll, P50, P70. Ich habe nur die P50, ein P50 zum Testen bekommen gehabt. Und habe da dann mich dran aufgearbeitet. Also fangen wir an. Was ist wirklich besser geworden? Die Kühlung ist besser, weil das Gerät hat jetzt 2 Lüfter statt nur einem Lüfter. Und hat dann auf jeder Ecke so einen Lüfter und dann kannst du auch mit dem Dock das eine Ding da hinten zumachen und dann geht das per Heatpipe auf die andere Seite und zieht dann da drüben ab. Ne? Da hat sich jemand Gedanken gemacht, super. Dann kannst du jetzt auch Xeon-Prozessoren in den Geräten bestellen. Wir bewegen uns jetzt hier beim Konfigurationsbereich über 5.000 Euro. Ne? Also das sind halt dann Geräte, die sind halt mobile Workstations und ich glaube, der Xeon beginnt in der Basisausführung bei 2.8 oder 2.9 oder so, aber dann kommt ja noch die SSD und so dazu und dann kommt noch der Arbeitsspeicher und naja, ratzfatz bist du dann bei den 5.000 dahinter. Also mit Dock dann aber schon, ne? Das muss man schon einrechnen. 250 Euro kosten die Docks alleine mittlerweile. Das war früher auch mal billiger. Ja, okay. Was ich gar nicht erwähnte, Lenovo hat sich hier bei diesem Gerät gedacht gehabt, man könnte ja mal dieses schöne Trackpad hier, diese schönen Ultranav-Tasten, die wir noch von dem alten ThinkPad, was Knut dabei hatte, gesehen haben, haben die hier gegen so ein Apple-like großes Touchpad ausgetauscht, wo du dann aber halt immer mit der Maus hin und her rückst, wenn du darauf rumtippst
Und das ist, also ich finde es schrecklich. Und ich habe mir jetzt aus China kommen lassen, da hatte Knut ja auch gesagt, aus China kriegt man alles. Das stimmt. Die Chinesen haben die Ultranav-Tasten der neuen Produktgeneration auf die alten zurückportiert. Und du kannst dir jetzt für diese Größe hier die Dinger auch mit Tasten wieder kaufen von den Chinesen. Für 25 Euro kann ich mir demnächst unten am Bahnhof dann abholen gehen bei der Zollstelle. Und dann gucken wir mal, ob wir das Gerät selber verbessert bekommen. Ja, es gibt wieder die Ultranav-Tasten, das ist ganz klasse. Und Garantie gibt es auch wieder bis 5 Jahre vor Ort, Next Business Day, also das Übliche. Die kommen dann mit 3 Jahren vor Ort ab Werk. Dann sollte das Gerät in Betrieb genommen werden und ich fand die RAM-Aufpreisliste vom Hersteller ein bisschen teuer und habe mir gedacht, oh mein Gott, ja, so ein DDR3L-Speicher, den kriegt man ja wohl günstig da mal reingedrückt und so. Gerät geht nicht an. Rumprobiert und probiert und ich habe dann herausgefunden, es gibt 2 Probleme mit dem Arbeitsspeicher, wo ich auch schon wieder so dachte, so fällt euch das nicht auf oder soll das so sein? Erstens, der RAM, das hat 4 Steckplätze, die nicht beschriftet sind. Und du musst rausfinden, welcher Slot 1 ist, weil das Gerät erwartet, dass in Slot 1, oder Slot 0 ist das, ein Arbeitsspeicher drin steckt. Wenn da keiner drin steckt, geht das Gerät nicht an. Wenn du aber Arbeitsspeicher einbaust, der schneller ist, als was das Gerät kann, geht das Gerät auch nicht an. Das heißt, du musst halt Arbeitsspeicher mit 2133 MHz kaufen. Wenn du den mit 2400 MHz einbaust, liest er das SPD nicht aus vom Arbeitsspeicher und stellt sich passend drauf oder nutzt den Arbeitsspeicher dann entsprechend seiner Spezifikation, sondern halt geht nicht. Was du machen kannst, ist, sobald du einen Riegel mit der langsamen Geschwindigkeit einlegst, geht das auch mit den schnelleren Riegeln, aber dann halt nur mit der langsamen Geschwindigkeit. Ne? Aber das Gerät braucht einen Arbeitsspeicherriegel, dessen SPD halt sagt, meine Konfiguration ist 2133 MHz. Ja, dann machen die Lautsprecher so eine Knackgeräusche, so eine Popgeräusche und da soll es jetzt ein Treiber-Update geben. Ich kann es nicht bestätigen, weil ich habe das war dann also so ein Fall von, es muss zurück. Es muss zurück, es geht nicht. Und naja, aber da kommen wir später drauf. Ein Treiber-Update zumindest für Windows soll es geben. Was unter Linux daraus geworden ist, weiß ich nicht. Nächstes lustiges Problem. Dieses Gerät hat 4, naja, nee, im P50 sind es 3 Möglichkeiten, Massenspeicher einzubauen. Man hat 2 M.2-Steckplätze für SSDs und 1 2,5 Zoll Laufwerksschacht. Und das Gerät wird ausgeliefert mit einer SSD im M.2-Steckplatz. Und das Gerät kann RAID, also das Motherboard kann RAID im UEFI-Level, aber nur, wenn du RAID ab Werk bestellst. Das heißt, du musst halt 2 Massenspeicher mit RAID bestellen, erst dann ist die ausgegraute Option halt benutzbar, mit dem, das wird gar nicht angezeigt. Also dann kannst du RAID nur benutzen. Das heißt, auch wieder so eine künstliche Produktbeschränkung, die überhaupt keinen Sinn ergibt. Und du kannst nicht nachträglich dir einen Schlüssel kaufen, dass deine Motherboard dann auch plötzlich RAID kann oder so. Aber es ist dann einfach ausgeblendet und gesperrt. Ja, dann gab es das Problem, dass wenn man den Akkudeckel geschlossen hat, die Lüfter hochdrehten auf maximale Geschwindigkeit. Das wurde dann auch wieder mit dem BIOS-Update gefixt. Ne? Also Updates sind ja heutzutage, ist das Wichtigste ist bei Geräten immer erstmal Update einspielen. Dann war das Problem, wenn wir die Geräte halt haben liegen lassen und so 3-4 Tage nicht benutzt haben, gingen sie nicht mehr an. Und das lässt sich nur beheben, indem man das Gerät zerlegt, den Stecker von der BIOS-Batterie, also die ist halt nicht gesockelt, sondern ist halt mit einem kleinen Steckverbinder, kannst du den ziehen, wieder reinstecken und dann gehen sie wieder. Auch da gibt es ein BIOS-Update für jetzt. Also das BIOS wird dann, also da musst du erst ziehen und dann das BIOS-Update einspielen und dann, naja, kommst du irgendwann voran. Ne? Ja, und da haben halt auch viele, also ich habe dann in Foren gelesen und viele haben dann halt gesagt, sie haben das Gerät ausgepackt, das funktionierte gar nicht. Das war dann auf dem Versandweg halt ein paar Tage stromlos und hat dann halt dadurch diesen Fehler gehabt. Und dann haben die sich auch helfen können, indem sie das Ding halt einmal auseinandergebaut haben. Aber es kann nicht sein, dass du, wenn du ein Gerät geschickt bekommst, das erstmal auseinanderbaust, um die BIOS-Batterie zu resetten, weil es ab Werk irgendwie... Das ist eine CRM, also Customer Replaceable Unit. Ach so. Oder die CRU heißt das bei Lenovo. Okay, klar. Darfst du. Also die das jetzt im Internet schauen, schaut nochmal ins Hardware Maintenance Manual, ich will das jetzt nicht garantieren, aber ich meine, das ist eine CRU. Ist aber auch nicht schwer. Also das ist jetzt. An den Stecker kommst du leicht ran, die Batterie ist dann schon ein bisschen hakeliger, je nach Gerät. Also kommt drauf an. Du musst die Bodenplatte, ne? Nee, das ist, also bei dem P50 war es so, dass du da so rankommst. Ich glaube, bei dem P70 ist die unter der Tastatur und dann musst du die Tastatur ausbauen. Aber ich habe jetzt keinen P70 gehabt. Das ist halt, ich kann es nur zum P50 sagen. Also der 15-Zoll-Variante. Wo wir schon bei Updates sind. Ich finde das auch immer völlig daneben, wenn ich nicht wieder zurück kann. Wenn ich nicht eine ältere Version einspielen kann. Ja. Ich habe einen Asus. Ich meine, der wird demnächst konfirmiert, aber trotzdem.
da habe ich dann mal ein BIOS-Update eingespielt, weil ich Probleme hatte mit irgendwas. Und da haben die gesagt, ja, das ist jetzt besser und so weiter. Aber jetzt geht mein Stromsparen nicht mehr und jetzt zieht mein Notebook konstant 90 Watt. Das ist alles, was er kann. Schön warm. Und, ja, und also mit Hornstöpseln geht es dann. Ne? Mit 90 Watt kann man ja auch löten. Ja. Ja, das ist bei Fernsehern auch so. Ja, und ich würde lieben gerne, würde ich das alte BIOS da wieder einspielen. Und nö, das geht nicht. Da ist schon das Neue drauf. Das ist ja nicht neuer, was du da einspielen willst. Wenn du mutig bist, kannst du mal versuchen, eine höhere Versionsnummer in das BIOS-File reinzuschreiben. Und das dann dem Gerät zum Fraß vorzuwerfen. Das hilft bei solchen Problemen häufig, aber ne, es ist auch ein bisschen risky. Ja, also, und dann ist auch immer die Frage, ob man das alte BIOS bei dem Hersteller noch bekommt. Ja. Es gibt Hersteller, das gab da mal einen Fehler von Intel, die haben bei einem von ihren Netzwerkchips, ich glaube E1000 war das, einen Fehler im Linux-Treiber gehabt, der dann den Chip gehimmelt hat. Nicht so richtig, weil man musste, also der hat einen Teil von seiner Funktionalität, holt er sich aus dem BIOS von der Maschine und man musste dann einfach das BIOS von der Maschine wieder neu installieren. So weit, so gut. Und dann hatte ich dann zufällig auf dem USB-Stick genau diese Linux-Version da drauf und ja, dann Netzwerkchip ging es mir. Und dann habe ich gedacht, scheiße, muss ich jetzt das Gerät ersetzen oder wie auch immer. Nein, ich habe Glück gehabt. Der Hersteller hat auf seiner Webseite gesagt, ja, das ist die Version, die wir ausgeliefert haben. Wir stellen die hier mal dahin. Wenn ihr die haben wollt, könnt ihr die nehmen. Fand ich geil. Ich habe die da drüber gebügelt wieder. Wunderbar, der Netzwerkchip ging wieder. Wenn mir ein Hersteller einfach nur sagt, nö, da gibt es noch keine neue Version, dann stehe ich da und denke mir, ja, wie jetzt, mit dem Hersteller rumkaspern oder wegschmeißen oder wie auch immer. Ich finde das toll, wenn die Hersteller sagen, da, das sind die ganzen Versionen rauf und runter, da brat ihr das doch da drauf und gut. Das ist ja bei Lenovo auch so. Also die bieten halt ein sehr umfangreiches Changelog auch für die ganzen EFI-BIOS-Updates an und du kannst auch die alten Versionen wieder einspielen. Das ist schon ganz gut. Problem finde ich dann immer, wenn da so ein Changelog drin steht, halt so Minor Improvements oder so. Nochmal? Minor Improvements. Kleine Verbesserungen. Ja. Löst das mein Problem? Ich weiß nicht. Wir probieren es dann mal und dann gucken wir. Wo habe ich das Changelog gelesen? Ich weiß nicht. Ja, also es ist halt so, wenn man Changelogs macht, dann muss auch drinstehen, was passiert ist. Und dann kann man ja halt wenigstens reinschreiben, kleine Verbesserungen im Bereich Netzwerkchip, ne? Oder kleine Verbesserungen im Bereich sowieso oder so, und dann weiß man wenigstens Bescheid. Das AVM übrigens vorbildlich. Ja, deren Changelogs sind immer so kannst du nicht ausdrucken, das macht nur die Kassette leer. Das zu lesen, genau. Aber manchmal ist das so peinlich, dass ich es nicht reinschreibe. Bei AVM jetzt, oder? Nö. Ist okay. Was sind denn die Minor Improvements? Minor Improvements, das ist meist peinlich. NSA Lautfunktion eingebaut, aber muss ja nicht unbedingt jeder wissen. Sonst klebt ja wieder das Mikrofon zu. Ne? Ja, dann sind es noch ein paar Probleme gewesen, dass man auch die SSDs halt im richtigen, also erst Slot 0 belegen. Nee, da war es genau andersrum. Du musstest die ersten Slot 1 belegen, nicht in Slot 0. Aber sowas ist dann auch nicht dokumentiert und du findest das dann selber nur raus. Ach so, das Beste habe ich noch gar nicht erzählt zu dem Gerät. Okay, jetzt kommt noch der Ultra-Burner. Die Geräte werden dir verkauft, ne? Du kaufst ein 5.000 € Gerät. Da steht ja im Datenblatt drin, so Schacht für 2,5 Zoll Laufwerk. Und deine Anwender wedeln dann schon, ne? Hier ist meine 2 Terabyte Evo SSD von Samsung, die du mir letztens gegeben hast, damit das alles schnell funktioniert. Und dann hast du diese SSD in der Hand, du hast dieses Laptop, du machst den Laptop auf. Der ist ein proprietärer SATA-Stecker. Du brauchst ein Kabel, damit du deine kleine SSD mit diesem Laptop verbinden kannst. Und du brauchst nicht nur ein Kabel, du brauchst auch noch ein kleines Tray, wo du dann diese SSD nochmal reinmachst, weil auch die Befestigung halt proprietär wieder ist. Und dann rufst du bei Lenovo an und sagst dann so, also ich habe hier dieses schöne Laptop von Ihnen, es ist ja echt ganz grandios, nicht? Aber ich würde da jetzt schon gerne, dass ein Datenblattstand nochmal so ein Laufwerk einbauen können. Also Massenspeicher wäre echt schon toll. Und dann sagen die so, ja, lieferbar wäre es dann im April, und das war letztes Jahr Dezember. Und ich so, what? Und dann sagten die so, ja, aber als Spare-Part könnten wir es ihnen anbieten. Es kostet knapp über 100 €, das Kabel. Und mittlerweile ist es so, also jetzt, das war jetzt halt so die Story, das war nämlich der Punkt, wo dann entschieden wurde, die Geräte gehen zurück. Das können wir uns nicht leisten, das funktioniert nicht.
Und jetzt gibt es aber von Lenovo, nachdem halt das Forum mit hunderten Beiträgen bei denen geflutet wurde von Leuten, die ihre SSD in der Hand hatten und das Laptop in der anderen hatten, haben sie jetzt gesagt, wir machen jetzt so ein Kit für Endverbraucher, wo halt das Kabel drin ist, zwei verschiedene Kabel, weil du kannst das Festplatte auch andersrum einbauen. Also in einen anderen Schacht, da wo die SSDs sind, kannst du auch einen 2,5 Zoll Massenspeicher einbauen, also diese M.2 SSDs. Auf jeden Fall kriegst du halt beide Kabel plus ein so ein Bracket, denn für 15 Euro jetzt. Also es kann dann auch funktionieren. Aber die Geräte werden halt seit Dezember verkauft und die Leute kriegen jetzt im April die Möglichkeit, ihren Massenspeicher ins Laptop einzubauen. Und ich meine, klar, wenn du jetzt ein Mediamarkt-Gerät verkaufst, ich hau jetzt mal auf Mediamarkt rum, du kannst es auch Saturn nennen, das ist die gleiche Gruppe. Aber wenn du halt so ein Endverbrauchergerät beim Lebensmitteldiscounter sonst wo kaufst, dann kann das ja okay sein, dass da halt ein leerer Bereich ist, den du halt nicht nutzen kannst und so. Aber wenn ich halt ein Profigerät kaufe, muss ich davon ausgehen, dass die Profis ihre alten Datenträger weiter benutzen wollen. Also es ist halt in dem Bereich so üblich. Und du kriegst ja von Lenovo auch keine 2 Terabyte SSD konfiguriert. Und wenn da jetzt aber jemand mit seiner großen Datenbank auf dieser mobilen Workstation am Werkeln ist und der möchte halt die schnellen Zugriffszeiten haben, dem kannst du da keine Festplatte anbieten. Der guckt dich an und sagt, mein altes Laptop ist aber viel schneller. Na, wenn es dann wenigstens passt. Bei Shuttle habe ich das erlebt. Die haben ja so einen schönen kleinen Mini-PC verkauft. Der kann ein 2,5 Zoll Laufwerk. Und er hat einen Schacht, wo man ein optisches Laufwerk reintun kann. Alternativ bieten sie einem auch an für, was kostet man denn, 10er etwa, ein Adapter-Kit, wo man noch eine 2,5 Zoll Platte einbauen kann. Das ist auch alles ganz wunderbar und toll. Alleine es fehlen ungefähr 3 bis 5 mm Kabellänge, dass man das miteinander verbinden kann. Bei Amazon fand ich das ganz toll, als einer schrieb, er hat das Kabel aufgeschnitten und ein bisschen verlängert und es läuft. Mit Lüsterklemmen. Das ist so ein Mini-Stecker. Vom Stecker her und so fand ich das ja alles noch okay. Aber dass die da etwas verkaufen, wo das Kabel 3 bis 5 Millimeter zu kurz ist. Vielleicht hat da jemand wieder mit metrischem Maß und mit zölligem Maß an verschiedenen Arbeitsplätzen gearbeitet. Das gab es aber bei Airbus auch, ne? Waren alle Kabel denn zu kurz? Ja, vielleicht. Das gibt es auch in der Raumfahrt. Ich meine, Shuttle ist ja auch noch. Airbus war jetzt der Fall. Ich glaube, der A380, da hatten sie alle Kabel drin, zu kurz, weil die halt mit dem Maß nicht hinkamen. Da gab es halt Verzögerungen. Und danach kamen die Haare in den Flügeln und eine andere Geschichte. Ich habe mich bei Lenovo auch geärgert. Ich hatte früher ein Dell-Notebook und benutzte schon Linux dort. Und dann habe ich mir extra ein ThinkPad gekauft, weil die Linux-Gemeinde sehr sagt, hier, ThinkPad ist gut und hält gut und Linux-kompatibel. Naja, wurde dann halt ein X121, für mehr war kein Geld. X121? Ja, so ein kleines, kompaktes Teil, ne, Netbook. Ach so, Netbook. Das ist dann gar nicht die ThinkPad-Serie, sondern ist dann deren IdeaPad-Serie. Nein, ThinkPad. Okay. Ja, und Linux installiert und lief auch eigentlich alles, bis aufs WLAN. Am Anfang funktionierte das mit voller Geschwindigkeit, nach einiger Zeit dann nur 1 Megabit. Und probiert zu recherchieren und ich habe dann letztendlich herausgefunden, dass der Linux-Treiber nicht besonders, also es ist irgendein Bug in diesem WLAN-Chip, beziehungsweise mit dem Linux-Treiber und funktioniert nicht so gut. Und gibt es auch keinen Support oder so? Kein bekannter Chip? Nein. Und dann dachte ich, naja, dann kann man ja mal eine andere WLAN-Karte kaufen. Und diese einbauen. Böser Fehler. Also, ich hatte noch eine Atheros rumliegen. Atheros, sehr kompatibel. Steckt man ein. BIOS sagt beim Starten, nee, will ich nicht. Nimm das da weg. Falsche Hardware. Es gibt BIOS-Varianten, die kannst du dir runterladen. Also es sind halt, du kannst auch an einem normalen BIOS modden, also das BIOS runterladen vom Hersteller und dann modden. Es gibt die Möglichkeit, diese Prüfung für die, das sind halt die Mini-PCIe-Karten, da läuft diese Prüfung drauf. Früher war es auch bei Festplatten so. Du konntest früher in ThinkPads, meine ich, war das. Da kam immer Fehler 2020 oder 2010 war das, wenn du nicht IBM-Festplatten eingebaut hast. Den konnte man aber weiterklicken, glaube ich. Ne? Knut nickt schon. Der wartet, der Knut. Du kannst weiterklicken, ne? Escape und dann Umweg warten, dann ist das weg. Genau, das ist auch mein Ärger. Aber also ich gar nicht. Ne? Es funktionierte gar nicht und ich habe dann auch einen Mod gefunden, der Firmware, und habe diese dann auch installiert und danach funktionierte meine WLAN-Karte. Aber warum muss der Hersteller unbedingt partout sagen,
Das funktioniert nicht. Es reicht doch, eine Warnmeldung auszugeben und diese auf Ja oder Nein zu drücken. Ja, ich habe verstanden, dass wir hierfür keinen Support geben oder dass die Garantie erlöscht, aber dass man zumindest die Möglichkeit hat, ja, ich akzeptiere das trotzdem und ich mache das so. Das Problem sind in dem Fall regulatorische Vorgaben, weil du musst die Geräte auf elektromagnetische Verträglichkeit und bei funkenden Geräten noch ein paar weitere Zertifizierungen einholen. Und die Geräte müssen halt darauf spezifiziert sein und darauf auch geprüft sein. Du hast aber völlig recht, der Hersteller könnte da groß und rot einblenden: Achtung, du verlierst die Zertifizierung für dieses Gerät, du darfst das eigentlich so gar nicht benutzen, bestätige, dass du dich in der Testumgebung befindest. Okay, so, ne? Ich meine, das wäre ja alles möglich, aber da kann ich schon verstehen. Witz an dem Rande noch bei dem Fall: LTE hat ja jetzt auch die Frequenz von 2133 MHz belegt, was zufällig die gleiche Geschwindigkeit des Arbeitsspeichers von dem P50 ist, weshalb du die verlegten verlegten LTE-Kabel für die LTE-Karte in dem Gerät gar nicht nutzen kannst, weil Lenovo gesagt hat, wir werden nie für dieses Gerät LTE-Karten rausbringen, weil das haben wir in einem Test festgestellt, dass das nicht funktioniert und nicht harmoniert. Das fällt denen also auf, während die Geräte dann schon 2 Monate bei den Kunden sind. Mit der Option verkauft, WAN, also LTE-Karte nachrüstbar. Ja, aber um das Gerät jetzt noch schnell abzuschließen. Also den Fehler, der ist bekannt, das ist typisch Lenovo, also externe WLAN-Karten gehen halt nicht. Außer man modelt. Da war gerade bei WLAN, fällt mir da noch was ein. Netgear, die sind mir aufgefallen, die verkaufen liebend gerne eine Karte unter einem Namen, und haben dann aber mehrere verschiedene Chips eingelötet. Was so ein bisschen doof ist, wenn man unter Linux 2 von den 3 betreiben kann und den 3. eben nicht. Dann ist es so kaufen wie Katze im Sack. Mir kommt das immer so vor, als wenn VW Autos verkauft und die sagen, das ist doch egal, ob du einen Diesel, einen Benziner oder ein Gasauto kriegst, an der Tankstelle kriegst du doch den Treibstoff. Und trotzdem denke ich mir, das kann auch sein, dass ich irgendwie aus irgendeinem Grund eine Präferenz dafür habe, den haben zu wollen. Das hast du aber häufig so, gerade bei WLAN-Chips und bei LAN-Karten war das auch früher sehr verbreitet. Da gab es ja dann immer verschiedene Controller. So toll ist ja meistens alles standardisiert, also das gleiche irgendwie, ne? Das war auch cool. Ja, Acer hat in die Notebooks 7 verschiedene WLAN-Karten eingebaut. Und du weißt nicht mal, welche du hast? Und 6 Treiber für Windows mitgeliefert. Ja. Und ich habe... Genau das Problem hatte ich auch mit so einem kleinen EPC. Ich habe den Gewunder gezogen und hatte den 7. und dann für 1 € die Minute mit dem Support rumgekaspert. Und dann irgendwann sagte der Supporter, Sie wissen, wie viel Geld das kostet. Ja, sage ich. Ich würde das Ihrem Kunden weiter berechnen. Der findet das bestimmt toll, was da an Kosten auf ihn zukommt. 1 € die Minute und wir haben bestimmt eine halbe Stunde telefoniert. Wenn es dann funktioniert, wäre das ja wenigstens. Ja, er hatte dann von irgendeinem anderen, hat er mir dann den Treiber genannt und den sollte ich. Und der ging dann auch. Ja, aber das kenne ich, das ist ein typisches Problem von den Herstellern. Du hast dann halt echt 6, 7 verschiedene WLAN-Treiber und du weißt vorher nicht, welcher deiner ist, weil wenn die mal wenigstens die Hardware-IDs angeben können, die du dann im Windows-Geräte-Manager siehst, dann könntest du wenigstens den richtigen Treiber laden. Aber da siehst du nur unbekanntes Gerät, Blafasel, Keks, oder kann man jetzt sagen, Blafasel gibt es da in der Sprung, oder? Nur Blafasel, ne? Ey, das habe ich mal übernommen teilweise, aber ich weiß nicht unbedingt von mir. Okay. Ja. Gut, ja. So viel jetzt zu den Treibern. Dann schließen wir das ThinkPad P50 nochmal kurz ab. Also, das Gerät ist ja jetzt soweit, ne? Viele Probleme lassen sich lösen, werden jetzt gerade gelöst zum April. Und alles schön und gut. Aber bei diesem Gerät ist es hier so, dass man, wenn die Geräte von den Leuten heftig benutzt werden, also die halt den ganzen Tag die CPU auslasten und sehr lüfterkräftig zu rotieren hat, was ja bei einer mobilen Workstation, die halt hauptsächlich im Dock betrieben wird, von Leuten, die darauf CPU-basierte Berechnungen ausführen, nicht sehr untypisch ist. Und das ist halt so, dass halt bei den Geräten jetzt hier turnusgemäß bei uns die CPU-Kühler runtergenommen werden, Wärmeleitpaste erneuert wird, die ganzen Flusen da rausgesammelt werden, wieder zusammengebaut werden kann. In dem Fall 2 Schrauben, man ist am CPU-Kühler, nochmal 4 Schrauben für den CPU-Kühler, 1 Konterschraube, man kann das Ding abnehmen, also T440p, Problem gelöst. Nur hat ja dieses P50, dieses schöne neue Kühlsystem mit 2 Lüftern. Und ich habe dann das PDF mit dem Hardware Maintenance Manual so aufgeschaut, um anzugucken, was da so auf mich zukäme denn demnächst. Und
Dann war da so, das sind diese Liste, bevor Sie diese Prozedur ausführen, haben Sie auszuführen. Und das war dann so eine halbe A4-Seite lang. So ist jetzt nicht, don't quote me, aber es war halt so gefühlt eine halbe Seite lang. Und da musst du alles bei diesem Gerät ausbauen. Du musst das Display abbauen. Du musst also erstmal Tastatur rausnehmen, dann das Bezel abnehmen. Dann musst du hier das Bezel abmachen. Dann kannst du hinten die Scharniere lösen. Dann kannst du das Display abnehmen. Dann kannst du das Basecover abnehmen. Dann musst du das umdrehen. Dann ist das noch mit Plastikklipsen geklipst. Und die letzte Schraube ist die vom CPU-Kühler. Und ich habe irgendwie mitgezählt, habe ich dir erzählt, wie viele Schrauben, auf wie viele Schrauben ich kam? Das war, glaube ich, irgendwie über 30 Schrauben oder so, die du erstmal rausdrehst aus dem Gerät und Plastikklipse lösen. Und damit war dann auch schon so mein Bedarf, diese Geräte irgendwo in der Flotte zu sehen, sehr stark gestillt. Und ja, gäbe es die ganzen anderen Probleme nicht, wäre das der Punkt gewesen, wo die Dinger rausfallen. Das Display nicht eingeklebt. Das ist doch normalerweise... Nee. Du musst die Scharniere hier ausbauen. Aus dem, hier ist ein Frame, also, und da, du musst die Scharniere lösen. Du musst nicht das Display selber auseinandernehmen. Du musst nur das Display, du musst die Kabel von der Webcam, die Kabel vom Display, die Kabel von der WLAN-Antenne, die Kabel von der WAN-Antenne. Das musst du alles von der Hauptplatine lösen und dann darfst du die Hauptplatine selber rausnehmen. Das heißt, das Gerät ist noch reparierbar. Das ist super reparierbar, nach 30 Schrauben. Aber hier sind es halt zwei. Ja, ich stehe manchmal vor Geräten, die sind echt nicht mehr reparierbar. Weil man muss irgendwie gerade so Smartphones oder so durch das Display durch und das ist dann geklebt, wo ich mir dann denke, mache ich das Ding jetzt heiß oder traue ich mich doch nicht? Oder? Ja, und das ist manchmal kannst du es auch gar nicht. Also bei den iPhones kenne ich zum Beispiel so, dass du halt dann die Glasscheibe, den Digitizer und das LCD in einem Stück hast und das austauscht, weil das so verklebt ist, dass du es halt kaputt machen würdest, wenn du es auseinanderbaust. Ja. Aber vielleicht kriegen das Leute mit besseren, filigraneren Händen hin als ich, Grobmotoriker. Aber es kann sein, aber ich kaufe das dann halt als Komplettpart. Ne? Aber wo wir gerade bei nicht reparierbar sind. Verklebt der Nickel-Cadmium-Akku? Nein, verlötet. Aber du musst ja erstmal rankommen. Aber fangen wir mal von vorne an. Das hier ist eine elektrische Zahnbürste. Unschwer zu erkennen. Es ist eine Zahnbürste von Oral-B. Und auch hier nenne ich wieder den Hersteller, weil das muss einfach Vorsatz sein bei diesem Hersteller. Das kann nicht sein, dass sie die letzten 20 Jahre nicht bemerkt haben, was sie verkaufen. Diese Zahnbürste hier ist so deren Flaggschiff gewesen vor ein paar Jahren. Die war mal sehr, sehr teuer. Und das ist nicht eine, das ist keine billige. Das ist also nicht Professional Care, sondern die hieß damals Triumph, ich glaube Triumph 4000. Und die hatten früher so einen LCD-Bildschirm hier unten und mittlerweile haben sie halt wieder LEDs. Man will halt irgendwo sparen und LCD ist jetzt auch nicht mehr so toll. Heute will man Bluetooth in der Zahnbürste haben und so. Aber ist auch völlig egal. Mit dem richtigen Treiber, wenn ich bitte. Naja, auf jeden Fall, diese Zahnbürsten sind klasse. Also Stiftung Warentest sagt, die putzen wie die Weltmeister und macht Freude. Und ich finde die Dinger auch ganz toll. Aber jetzt kommt's. Nach ungefähr einem Jahr werden die schwächer. Normal beim Putzen merkt man, wenn man eine neue daneben hat, dass die hier irgendwie weniger arbeitet als die neue. Obwohl sie frisch voll aufgeladen ist. Und der Akku hält nicht mehr lange. Da kommt dann das rote Licht halt schon nach zwei Tagen, wo man irgendwo unterwegs ist. Und dann denkt man so, also jetzt nicht nach einem Jahr, nach zwei Tagen. Aber so nach zwei Jahren sind die Akkus dann völlig auf. Und dann ist natürlich die Frage, dann müsste ich doch den Akku wahrscheinlich mal tauschen können. Hier unten ist ja auch was zum Aufschrauben. Und ja... Man könnte den Akku theoretisch tauschen, aber in dem Gerät ist er fest verlötet. Und dieser Akku hat nicht viel mehr Kapazität als eine Doppel-A-Zelle, also eine Mignon-Zelle. Das ist so Sub-C, ist der Typ, der drin ist. Auf jeden Fall kann man diesen Akku nicht tauschen. Und jedes Mal sind diese super teuren Zahnbürsten dann ein Fall offiziell für den Müll, wenn man sie nicht selber repariert. Jetzt geht's aber los. Jetzt will man das Ding reparieren und ich habe jetzt das Netzteil nicht mitgenommen. Ich hätte die so gerne aufgemacht, aber das kriegen wir jetzt nicht hin. Aber man braucht das Netzteil zum Aufschrauben von dem Teil. Auf jeden Fall ist da ein Akku drinne. Das ist eine 4/5-Zelle. Die kann man regulär kaufen, auch mit Lötfahnen. Aber meistens sind die Lötfahnen in Z-Form schon mal an den Zellen dran. Hier braucht man aber eine, die hat beide Lötfahnen in eine Richtung. Kriegt man auch, kein Problem. Nächste Anforderung. Diese Zelle, die hier drin ist, muss 42 mm lang sein. Nicht, ich glaube 47, 48 ist so das Standardmaß für 4/5-Zellen. Die passen schon mal nicht. Das ist dann zu wenig Platz. Es gibt aber auch Triumphbürsten, wo man die 48 mm Variante braucht. Also wer jetzt das Video guckt und will seine Triumph hier upgraden, die mit Display haben die 48 mm Zelle. Die ohne Display haben die 42 mm Zelle. So, dann baut man diesen Akku hier aus und der guckt dann so den neuen Akku an und die Lötfahnen sind kürzer. Ich habe keinen Händler gefunden, der regulär die Lötfahnen in der benötigten Länge für dieses Gerät anbietet. Das heißt, es gibt dann wiederum auch Anbieter, die bieten einen an, halt an 4/5-Zellen mit 42 oder 48 mm Lötfahnen
fertig angeschweißt dran zu haben. Weil anlöten möchte man Akku lötfahren für gewöhnlich nicht so gerne, weil dann muss man den Akku heiß machen und Akkus mögen natürlich Hitze nicht so gerne. Also, Zubehörgeschäft kriegt man dann statt für 4 Euro, dann für 10 Euro, dann die Zelle mit den angeschweißten Lötfahren und kann das Ding dann selber reparieren, wenn man löten kann. Das finde ich schon mal ziemlich murksig, weil so ein Akku ist einfach ein Verschleißteil und bei einer sehr hochwertigen Zahnbürste, die kosten teilweise 120 Euro oder so, wenn man die ganz teuren mit Bluetooth nimmt. Die günstigen kosten irgendwie, weiß nicht, 70, 80 oder so. Da muss man auch erwarten können, dass man das mal regulär tauschen kann, nicht? Und vor allem, wenn ein Iniloop-Akku nicht viel weniger Kapazität hat als diese verbauten 4/5-Zellen, dann ist doch eigentlich logisch, dass man da AA-Zellen reinbauen kann. Und es gibt sogar in Hamburg einen Laden, der rüstet einem die Geräte auf Iniloop um. Dann kann man dann später auch selber tauschen. Wobei, ich weiß nicht, ob die nicht die Iniloops mit Lötfahren nehmen. Da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall bauen die einige Geräte auch so, dass man den Akku wechseln kann, ohne löten zu müssen. Das sind die Hausfrauen-Variante. Finde ich total genial. Aber es gibt, muss halt wieder jemanden geben, der halt dann die 80 Euro Zahnbürste wieder gangbar macht. Dann habe ich mich aber gefragt, warum ist denn jedes Mal nach einem Jahr fängt dieser Akku an, halt nicht mehr so leistungsfähig zu sein. Warum ist das so? Und wenn man sich mit Ladetechnik ein bisschen beschäftigt, dann stellt man erstmal fest, es gibt erstmal verschiedene Akkutypen. Nickel-Metallhydrid und Lithium-Ionen ist das, was sich heute so die Hand in die Hände reicht. Und hier ist noch ein Nickel-Metallhydrid-Akku drin und dieser Akku muss so geladen werden, dass der Abschaltpunkt durch das Minus-Delta-V-Verfahren erkannt wird. Das heißt, wenn du diesen Akku mit einem Strom lädst, dann geht die Spannung hoch und irgendwann nimmt die Spannung um ein ganz kleines bisschen ab, ich glaube 3 Millivolt oder so, oder 5 Millivolt, so in dem Bereich. Und das muss das Ladegerät erkennen. Wenn es das erkennt, muss es aufhören, den Akku zu laden, ansonsten wird der Akku warm. Und deswegen hat man als zweite Abschaltvorrichtung bei guten Geräten einen Thermalsensor, der halt denn den Ladevorgang notfalls stoppt, falls die Minus-Delta-V-Erkennung nicht ordentlich funktioniert hat. Diese Geräte werden immer schön warm, wenn man das Ding dann nämlich draufstellt und alles leuchtet dann hier oder alles die letzte blinkt, dann fällt man fest, die dann so an, sind die so richtig schön warm. Ne? Also wenn man morgens dann ins kalte Badezimmer kommt, das ist das, woran man sich festhalten möchte. Aber das soll halt so nicht sein, weil das macht der Akku nicht lange mit. Das heißt, man kauft also nicht nur eine Zahnbürste für über 100 Euro mit Bluetooth, sondern hat auch noch da an der Ladeelektronik gespart. Und selbst die billigen Lader, die man so im Elektronikmarkt kaufen kann für kleine Akkuzellen, die man für 15 Euro mit zwei Akkuzellen bekommt, von Iniloop zum Beispiel, die kriegen das ja hin. Und warum kann denn das die Zahnbürste nicht? Und das ist der Fall, wir haben uns jetzt viel über die verschiedenen Varianten von Pfusch unterhalten. Also in dem Fall würde ich sagen, es ist geplante Obsoleszenz. Weil das kann nicht sein, dass halt dass der ganze Prozess an einer ordentlichen Ladeelektronik scheitert. Und dann ist die nächste Frage, warum bauen die hier noch Nickel-Metallhydrid-Akkus ein und keine Lithium-Ionen-Zellen? Ich meine, das wäre ja auch möglich. Und also in Akkus oder in Laptops zum Beispiel halten die Lithium-Ionen-Zellen mittlerweile auch bei 4 Jahre alten Laptops teilweise noch gut. Also wäre ja auch eine Möglichkeit. Und ich glaube, die Ladeelektronik für Lithium-Ionen-Zellen ist gar nicht so viel aufwendiger, weil da hat man nur eine Spannungserkennung. Und das Auditorium nickt. Ich kann da nur so als Außenstehender drauf gucken und sagen, was soll das? Also, da fällt einem kaum noch was zu ein. Ne? Geplante Obsoleszenz. Du sollst ja kein Produkt kaufen, sondern Wohlbefinden. Zum Wohlbefinden gehört, dass du immer auf dem neuesten Stand bist. Ja, aber ich fühle mich nicht wohl, wenn ich morgens meine Zahnbürste anfunkt. Ne? Also Chromoptik und so ist was für ein Out, gell? Naja, aber also in einem Jahr kannst du ein neues Produkt kaufen. Und, wenn du das Design nicht kaufen willst, dann eben auf die Sache. Aber warum? Also ich meine, klar, wenn ich die billigen Zahnbürsten für 20 Euro kaufe, kann ich das verstehen, dass du sagst, dann kaufst du halt im Jahr eine neue. Aber wenn ich halt die 100 Euro Zahnbürste kaufe, warum muss denn da eine scheiß Ladeelektronik drin sein, die den Akku vorsätzlich kaputt macht? Unterstellung, ne? Böswillig und Vermutung. Aber so sieht es auf jeden Fall aus, wenn der Akku halt heiß ist. Und warum kann ich die Akku nicht wechseln? Nee, die sehen dich halt nicht als Anwender, sondern als Konsument. Du konsumierst irgendetwas. Und wenn irgendetwas lange bei dir hält, dann konsumierst du nicht genug. Ja. Also, du willst eine Zahnbürste, kein Akkuwechselspielzeug. Ja. Also ich finde es einfach, das ist so ein typisches Beispiel für geplante Obsoleszenz, finde ich. Und es ärgert mich jedes Mal wieder maßlos. Also bisher habe ich neue Zahnbürsten gekauft, aber jetzt liegt zu Hause schon, die habe ich jetzt auch nicht mitgenommen. Die 4/5 Sub-C-Zelle in 42 mm Länge mit den von dem Hamburger Dienstleister angeschweißten längeren Lötfaden. Und wartet darauf, dann für 10 Euro eingesetzt zu werden. Da mache ich dann nochmal ein Video wahrscheinlich für YouTube von, weil auf YouTube gibt es nämlich nur Videos bisher für das Wechseln für die Zahnbürsten mit dem LCD. Und der Prozess ist ein ganz anderer. Und man muss da auf einige Sachen achten. Wenn man diese Lötfaden da anschweißen lässt, kriegt man eine Anleitung mit, wie man das wechselt.
Und dann dachte ich mir, die müsste man mal verfilmen, dass das auch jeder nachmachen kann. Vor allem so eine Lötidioten wie ich, die das immer nicht gebacken bekommen. Naja, wird nochmal witzig dann, aber so viel auch zu der Zahnbürste. Wir haben jetzt sozusagen alle Fälle gehabt, ne? Von hochwertiger Hardware, die Bugs hat, von hochwertiger Hardware, die mit Krippelwehr verseucht ist, bis zu geplanter Obsoleszenz, alles dabei gewesen. Wir haben jetzt die Zeit schon eine Viertelstunde überschritten. Was meint ihr? Wollt ihr noch was erzählen? Ich wollte nochmal meine Aussage kurz korrigieren. Ja, 1000 Kilometer bei den Opel-Fahrzeugen und die Angaben, die ich mir jetzt hier aus dem Browser rausgesucht habe, schwanken zwischen 1 Liter auf 1000 Kilometer und 2,5 Liter. Was hat ein Auto für einen Ölvorrat? Ich meine, ein Kfz-Mensch. Ja, im Normalfall irgendwo zwischen 5 und 7 Liter. Ja, das ist auch ein GHBR. Ne? Ja. Aber das kann nicht sein. Also seit 20 Jahren ist bekannt, dass Opel einfach einen höheren Ölverbrauch hat als alle anderen Autos. Okay. Kannst einen Toyota nehmen und das Ding verbraucht kein Öl in 2 Jahren und nimmst einen Opel und musst immer wieder nachkippen. Und dabei hätten sie das doch einfach mit ein bisschen Software ändern können. Ja, eventuell ist es auch nur ein Ölstreifen, den sie gespart haben. Der Sprit, die Zylinderbahn runterläuft, deswegen wird das Öl nicht weniger. Und wenn er nicht heiß wird, wird das noch mehr. Ja, wenn wir jetzt wohl nichts mehr haben, würde ich sagen, lasst uns den Talk so offiziell schließen. Wir können ja bei Kaffee und selbst mitgebrachten Gebäck, oder haben wir was hier zu essen? Nee, ne? Kaffee gibt es unten am Automaten. Wer noch Kaffee möchte, nach unten. Und ansonsten sage ich vielen Dank soweit. Ne? Hast du eine Applausmaschine?